Kifferfilms. Nächste Folge. stony for the movie died. Wir sind wieder da. Jetzt fällt mir gerade ein, während ich rede. Schon wieder nach einer kleinen Pause. Hm. Mhm. Sorry Leute, wir lassen nach. Oh oh. Aber ließ sich nicht vermeiden terminlich. Aber ich glaube, wenn man nachrechnet, sind wir immer noch auf einem guten Gesamtschnitt in der Gesamtzeit, die wir gemacht haben, haben wir doch tatsächlich. Also, wie viele haben wir jetzt ausfallen lassen? Zwei oder drei? Also, ein, ein Termin pro Jahr, das finde ich, ist okay. Kann gut sein. Naja. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht nachgedacht. Bei mir, bei mir ist natürlich wieder Schnaufen. Hallo. Äh. Ja, doch, so heiße ich. Habe ich das eben schon gesagt? Nee, hast du noch nicht. Okay, gut. Ich habe das Problem, dass ich ähm, mir spontan gedacht habe, man verfällt ja bei den, vor allem bei den Anmoderationen so ein bisschen auch in Standards. Ne? Man. Man, ohne es zu merken, also mir geht es jedenfalls so, macht man das immer gleich oder oft. Und ich wollte mal bewusst das anders machen. Und das habe ich mir aber leider nicht früh genug überlegt. <laughs> da, hatte ich, da hatte ich dann keine Idee mehr. Und deswegen bin ich jetzt auch verwirrt und wusste nicht mehr, ob ich, was ich ja standardmäßig auf jeden Fall gemacht hätte, deinen Namen genannt habe. Jetzt haben wir es mindestens einmal auch trotzdem geschafft. Ja, das. Äh so. Wer jetzt noch nicht verwirrt ist und noch dabei, dem nochmal wirklich herzlich willkommen. Wir haben wieder eine Folge. Und das ist schön. Das ist schön, ja. <lacht> <lacht> Mensch, das ist ja so, als hättest du dir die äh, Anmoderation vorher aufgeschrieben. <laughs> ja, ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht Witzigerweise schlecht. haben wir aber einen Film geguckt, der tatsächlich, ähm, ich sag mal so. Dich widerspiegelt? Äh, Ach so. Da, nee, darauf wollte ich jetzt nicht achso, hinaus. Schade. <laughs> ich habe aber gerade schon wieder fertig. Ach man, ich mache immer die gleichen Fehler und ich werde auch nicht schlau draus. Also, ich hätte jetzt gerade schon wieder fast vorweg mehr oder weniger verraten, was ich von dem Film halte. Weißt du? Mhm. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal auch schon gemacht. Es ist dumm. Deswegen halte ich jetzt einfach die Fresse. Wir haben Our Idiot Brother geguckt. 2011. 5 Millionen Budget. Mega wenig. 25 Millionen ungefähr eingespielt. Mega gut. Ja. Stimmt, letztes Mal hast du das tatsächlich vorweggenommen. Aber ich glaube, da ist. Da konntest du das auch nicht innehalten. Bei Stimmt, das Letzt, letzte Mal war auch ein bisschen Spezialfall, das muss man zugeben. Ja. Weil das, das wäre wirklich komplett unmöglich gewesen, da die ganze Zeit bis zu unserem Fazit irgendeine Maske aufrechtzuerhalten. Das war einfach komplett unmöglich. Ja, muss ja auch nicht, ne? Da hätte ich vorher noch auf die Schauspielschule selber gehen müssen. Ja, hätte wahrscheinlich genauso performen können, wie die Schauspieler in lief. Ja, genau. Ja, aber bei Our Idiot Brother haben wir diese Probleme, die wir bei Starleaf haben, so wie kann ich schon mal verraten, aus meiner Sicht nicht wirklich. Ähm, der Film ist regisiert worden von einem guten Mann namens Jesse Parrots. Wieder das Ausspracheproblem, sorry. Der ist, denke ich mal, nicht so der Name, der jetzt bei jedem direkt reinklingelt ins Gehirn und den alten Kasten da oben durchrüttelt sondern das ist mehr so, dass man denkt, Moment mal, könnte ich schon mal gehört haben, bin ich mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Und ähm, er hat eigentlich auch mehr im TV gemacht als auf der Filmebene. Und ich habe auch von den Sachen, die er auf der Filmebene gemacht hat, ähm, das ist jetzt nach meinem Kenntnisstand hier eine überschaubare Liste von fünf Filmen, habe ich tatsächlich jetzt nur diesen einen gesehen, bin aber schon am Überlegen, noch einen weiteren zu gucken, aber da können wir vielleicht später drüber sprechen. Mhm. Ähm, es ist also mal wieder so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt. Geschrieben wurde das Drehbuch von Evgenia Perez, das ist Jessys Frau, wenn ich es richtig verstanden habe, und David Schisgal, <laughs> guter Name. Ähm. <laughs> 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 <lacht> äh, <lacht> <Schiss>. <lacht> das erinnert mich immer wieder, solche Namen erinnern mich immer wieder dran und deswegen lache ich da auch so infantil drüber, würde ich vielleicht normalerweise nicht machen aber ich hatte tatsächlich halt in der Schule einen Kunstlehrer, der mit Nachnamen reinschießt und es, ihr kennt alle den Gag aus Simpsons und äh, ich habe ihn gemacht damals <laughs> und seitdem ja, ich sag mal so, die Kunstnot ist nicht besser geworden. Und aber zusätzlich als Nebeneffekt muss ich über solche Namen, die in diese Richtung gehen, tatsächlich immer mehr lachen, als man eigentlich. Hast du wirklich den, den Gag gebracht in, bei deinem Lehrer ja. dann? Hast du dann gefragt, ist hier jemand, der reinscheißt? Ähm, nee, so habe ich den Gag nicht gemacht. Also ich habe diesen so. Wortwitz untergebracht mit seinem Namen, aber ohne diese Frage. Ich kann es so. nicht mehr 100%, ähm, aber ich habe irgendwie einen Satz so gesagt. Ne? Und fand das lustig? Ich, ich sage dazu, der war vom Typ her so, dass ich mich das getraut habe. Also, okay. ich hatte auch andere Lehrer, da hätte ich mich das nicht getraut, muss ich ehrlich zugeben. Ja, okay. Ähm, war dann aber, hatte ich mich auch ein bisschen getäuscht. <lacht> 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 Weil es also, er fand das schon nicht so geil. Also, es ist auch nachvollziehbar, jetzt so rückblickend, ne? da macht man sich als, wie alt war ich da? 13-, 14-Jähriger, nicht so Gedanken drum. Aber ich vermute doch mal, der könnte eventuell zu dem Zeitpunkt war, der schätze ich mal 40, das oder 35 diesen Gag doch eventuell schon einmal gehört haben. Das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Das wird ja, ja nicht das erste Mal gewesen sein. Und dann kommt doch nee, so ein kleiner so an und denkt: Ich reiße hier erst den Witz des Jahrhunderts. Ich konnte nicht anders. Es, es war wirklich, ich <laughs> konnte einfach nicht anders. Es ja. war einfach zu gut. Äh, es ist sowieso verrückt, dass es Leute gibt, die so heißen. Die Armen. Ähm. Er war auf jeden Fall dann schon so ein bisschen. Er war nicht besser drauf nach dem Gag als vor dem Gag, sagen wir mal. Okay. So. Aber trotzdem, war ein guter Kunstlehrer. Ich war leider in Kunst eh immer scheiße. Deswegen war das auch alles nicht so wild. Also, das ging bei mir eigentlich, war die Frage immer mehr so 3 minus oder 4. Dabei ist unser Stony Friday Movie Night Logo doch 1A geworden. Ja, hätten die mich damals kiffen lassen in der Schule? <lacht> Nein. <lacht> 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 ähm, okay. Nee, tatsächlich, tatsächlich. Ich habe irgendwie, das ist das ist so auch einer meiner Flüche. Ich habe auch schon so den Drang künstlerisch auch bildlich künstlerisch tätig zu sein. Ich merke das. Du kennst das ja selber auch, ne? Das ja. ist schon irgendwie geil, aber ich hab, bin immer in dem Modus, dass ich mit dem Ergebnis echt nicht zufrieden bin, fast immer jedenfalls. Und, also das ist mehr so eine Hassliebe und deswegen habe ich mich da auch nie so richtig rein vertieft, irgendwie zu üben mit dem Zeichnen oder so. Du erinnerst dich, wir hatten dann ja auch noch einen gemeinsamen Kumpel, der einfach so abgefahren gut zeichnen konnte, dass einem das so direkt jegliche Motivation <laughs> entfernt hat. Selber, weil, weil einfach es wirklich komplett zwei andere Level waren. Äh, naja. Also Kunst war nicht so mein mein Steckenpferd. Ich hatte auch auf die Aufgaben da, ich, ich habe mich da auch nicht so richtig drauf eingelassen und ja, Schule ist bei mir eh. Ich war, ich war froh, als ich da weg war und das Abi in der Tasche hatte. Äh, in der Tasche. Und, na, Kunst habe ich wirklich immer mehr so als Auszeit gesehen. Den Kunstunterricht. <laughs> Kurz chillen mal eben. Ja, irgendwas so ein bisschen halbherzig dahin rödeln, dass das halbwegs, dass man halt irgendwie, ne? Ja. Durchkommt. Und fertig ist die Laube. Hm. Aber gut, nach diesem kleinen Ausflug wieder zurück zum Thema. Zum Thema lustige haben, Namen. Ich schieße schon auf die Produktionsnamen und warte auf deine nächste Reaktion. Ähm. Äh, an, ähm. Find ich, da finde ich jetzt gerade gar nichts lustiges dabei. Breitmann, Bregmann, Saraf... Seraph Turtletaub, den wahrscheinlich meinst yeah. du? Ja, das ist ja einfach nur ein alter deutscher Name, der dann irgendwie eingearmt wurde, wahrscheinlich. So. Also Turteltaube könnte der mal geheißen haben, ne? tatsächlich. Oder Vorfahren. Ähm, das heißt ja Schildkrötentaube. Schildkrötentaube, auch für geil. Oder taube Schildkröte. Ja. Wir haben aber. Neben diesen Namen, die uns jetzt bisher, denke ich, im Schnitt nicht so mega viel gesagt haben, haben wir ein paar dabei, die einem schon was sagen, nämlich in der Hauptrolle Paul Oh, Rudd. apropos Schnitt. Andrew Mondschein <laughs> ist für den Schnitt verantwortlich. Das ist doch ein richtig geiler Name. Den ja. finde ich gut. Monschein. Jetzt machen wir uns ja schon über Namen lustig. So weit sind wir gesunken. Ja, aber das. Sind wir wirklich so weit gesunken oder haben wir direkt so weit unten angefangen? Ich glaube, das haben wir vorher schon, auch schon gemacht. Aber egal, nur hör mich doch mal hier auf zu unterbrechen. Ich hatte doch gerade wieder, hatte doch gerade wieder den, den, die Schlange hier unter Kontrolle. Die Haberschlange. <laughs> ja okay. Dann beiß mal also, zu. Paul Rudd in der Hauptrolle, den kennen wir. Ja. Und es gibt noch ein paar andere Namen, die man schon mal gehört hat. Zum Beispiel Zoe Deschanel muss ich direkt vorwegnehmen. Ich weiß nicht sagen, ich weiß nicht, was es ist, aber Zoe Deschanel ist bei mir. Die, die könnte hier auftauchen und sagen, Hallo Butschi, ich bin's, gib mir all dein Geld. Ich muss was unternehmen und ich würde es machen. So Idee Chanel, ich weiß nicht, ich finde die einfach, ich liebe die. Ja. Die ist einfach. Ich weiß. Ich, ja, ja Kommen wir vielleicht noch später zu. Ich ähm, kenn Catherine die, Hahn. Uh -huh. ja? ja? Also nee, so, die Schnell kenne ich einmal aus. New Girl, die Serie. Die finde ich, geht so. Aber sonst noch. Ähm, ah, die einen Film, den fand ich ganz gut. Auch so ein Liebesfilm. Ähm, 500 Days of Summer. Ah ja. Stimmt, einen der wenigen so. Liebesfilme, die ich tatsächlich gut fand. Ja. Ähm, die hat übrigens auch in Johannes mitgespielt, wie du dich vielleicht erinnerst. Oh, stimmt und ich kenne sie ursprünglich aus der Serie Weeds da hat sie eine Nebenrolle ach krass wusste ich gar nicht habe ich nie gesehen Weeds nämlich Cat <laughs> um, aber okay dafür äh, dazu erstmal genug Zoe ist irgendwie in meinem Herzen dann haben wir noch Catherine Hahn die könnte man ähm, eventuell auch also ich würde mal behaupten die kennt vom Gesicht her wahrscheinlich auf jeden Fall jeder ob, ob einem direkt der Name dazu einfällt, ist vielleicht nochmal was anderes. Aber zwei, denke ich mal, müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen. Nämlich natürlich die auch absolut göttliche, die ist fast so göttlich wie Zoe, aber nicht ganz. Ähm, Rashida Jones natürlich, aus Parks and Recreations vielen bekannt. Einfach ähm, göttlich dort. Erinnerst du dich ja jetzt auch noch relativ frisch dran? Den ja, den ja, Jahren? ja, Parks and Recreation auch erst vor... Nicht allzu lange Zeit durchgesuchtet, wie so ein Wahnsinniger. Richtig. Korrekt, wie von mir vorhergesagt. Ja. Übrigens nochmal angemerkt. Ja. Und auch aus gleicher Serie bekannt Adam Scott. Ja. Und den denke ich mal, das Gesicht hat auch jeder schon gesehen. Der hat ja auch manchen Komödien so der letzten, ja, muss man auch schon jetzt sagen, so seit, ich würde mal sagen, so Seit 2009, 2010 ist der so ungefähr auf meinem Radar, glaube ich, so ein bisschen vielleicht. Ich kenne ihn nur durch ah. um, Parks and Recreation. Okay. Ja, das ist jetzt nicht der komplette Cast, aber das ist, denke ich, mal der Teil davon, mit dem man etwas anfangen kann. Wir haben auch noch vielleicht ähm, Steve Coogan. Das ist ja ein britischer Schauspieler, eigentlich, soweit ich weiß. Ähm, der spielt auch noch mit. Da, da ging es bei mir auch etwas in die Richtung, ja, Gesicht schon mal gesehen, aber musste man auf jeden Fall alles nachlesen. Äh, und ja, ich denke mal, damit haben wir die Wesentlichen erwähnt. Das Budget habe ich auch schon erwähnt. Das ist ja echt äh, niedrig ne? mhm. gewesen. Kann man auch noch mal, finde ich, anmerken. Denn soweit ich das betrachte, sieht man dem Film das auf jeden Fall auch nicht an. Nee, überhaupt nicht. Haben wir das schon hab öfter auch schon gehabt. Also der kommt in absolut, würde ich sagen, Hollywood Standard-Look daher, im Sinne von, äh, was die Qualität angeht, ne? Ja. Da passt alles. Äh, schon ganz cool, muss ich sagen. Ja, damit hätte ich, denke ich mal, den Teil der harten Fakten, die vielleicht interessant sein könnten, aus meiner Sicht heruntergeleiert. <laughs> Willst du da noch was zu sagen? Nö. Ähm, bei mir ist gerade Wikipedia down. Ist das bei dir auch so? Die Seite von Our Idiot Brother? Ähm, ja, tatsächlich, Wikipedia scheint tot zu sein. <laughs> Aber ist ja nicht schlimm, brauchen wir jetzt ja nicht mehr wahrscheinlich, ne? Nee. Aber witzig. Hatte ich so auch noch nicht während der Aufnahme. Nee, stimmt. Guckt man ja zwischendurch mal doch ganz gerne rein. Ja, wollen wir dann in die El Geschichto hereingehen? Jo, das können wir wohl machen. Gott, ey, ich muss erstmal wieder, erst wieder reinkommen hier nach den ganzen Pausen. Ja. Our Idiot Brother ist erstmal mit nett zu benennen. So heißt der gute, idiotische Bruder, startet auf einem Wochenmarkt äh, den Film, wo er an einem Polizisten. Gras verkauft, der sich da ausgibt als, ja, ich brauche ein bisschen was zum Entspannen, passt schon, machen, ist alles in Ordnung und dann, ja, Gras verkauft und zack, verhaftet. Vor allem, der, eigentlich in der ersten Szene kommt schon ein Großteil des ganzen Filmkonzepts sozusagen durch, weil er verkauft ihm das ja nicht einfach, sondern der Polizist jammert da so ein bisschen rum, der ist da auch in Uniform und alles, also ist ganz klar, dass <laughs> es jetzt ein Polizist ist, nicht irgendwie so eine verdeckte Aktion oder so. Ähm, äh, der jammert das so rum, dass er so viel Stress hat und er schenkt ihm das und der Polizist sagt dann noch, also muss ihn dann sozusagen noch dazu bringen, Geld dafür zu nehmen. Ne? Und sobald er ihm dann das Geld gegeben hat, kann, ist es natürlich dann wahrscheinlich, so ist die Idee dahinter vermute ich mal, dann de facto natürlich erst so der Verkauf und damit wahrscheinlich die Straftat mhm. und dann klicken die Handschellen. Also man sieht schon, nett ist zu nett für diese Welt. Ja, ein sehr netter ein sehr netter nett. Er will immer das Beste für die für seine Mitmenschen. Richtig. Also vom BioGemüsestand ab in Knast. Ja. Dann kommt erstmal so ein paar Minütchen, wo sämtliche Personen gezeigt und vorgestellt werden aus dem Film, das handelt noch um seine drei Schwestern, wovon ich dir nicht die Namen sagen kann. Oder nur zum Teil. Also, Zoe de Chanel spielt Nett oder Natalie. Ähm, dann haben wir noch Miranda, das ist eine Journalistin, die irgendwie bei so einem Modemagazin. Bei Vanity Fair. Ach so, Vanity Fair sogar arbeitet. Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ähm, und dann haben wir noch die letzte, wie hieß sie noch? Ähm, Liz, Elizabeth. Die so. ist Mutter, die hat ein einen jungen Sohn würde ich mal sagen von wie alt ist denn der neun zehn Jahren ja wenn überhaupt ein Mann der Dokumentarfilmer ist ähm, der gerade eine Dokumentation über eine weißrussische Balletttänzerin dreht wird noch später wichtig werden mhm. und dann hat sie auch ein frisches Baby also nee wie heißt sowas wie nennt man das ein <laughs> neugeborenes Kind <laughs> also ich will sagen es ist frischer Mensch im Haus Genau. Etwas seltsam ausgedrückt, aber ihr versteht schon, was ich meine. Ein kleines, neugeborenes Kind. So. Ja. Was gerade noch äh, quasi betreuungsintensiv ist. Ja. Genau. Ja. Das sind die drei Schwestern, die die anderen Hauptrollen in dem, äh, in dem Film spielen. Ned kommt wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis und seine erste Anlaufstelle ist zu seiner Freundin zu fahren die etwas außerhalb wohnt, etwas mehr auf dem Land, und da stellt sich dann raus, sie hat schon einen neuen. Ja, die haben da eigentlich gemeinsam diese Biogemüse, diesen Biogemüseanbau betrieben, sozusagen. Ne? Und ja. da fährt er einfach wieder hin zurück, natürlich in der Annahme, dass äh, zumal er ja keine anderen Informationen erhalten hat, dass er da wohl wieder nach Hause kommen kann nach dem Knast. Ja. Ja, der Hund ist auch noch da, Willie Nelson, der ja auch immer, wieder, auch immer wieder eine Rolle spielt für Ned vor allem in dem Film ja. über. Hier muss man vielleicht für Den jüngere will die Leute... Freundin aber nicht rausrücken, der gehört ihr, sagt sie und dann hat er Pech gehabt. Sie bietet ihn noch an, ähm, weil er nirgends sonst weiß, wo er unterkommen kann, da im Ziegenstall äh, zu, zu wohnen. Das war aber mehr so eine scherzhafte... Anbietung, die nicht so richtig ernst gemeint war, für 350 Dollar oder sowas. Das, das bietet sie ihm auch gar nicht an, sondern ihr Freund. Und ah, äh, ja, sie stimmt. Will das gar nicht. So war das. Also, das hat gar, gar nie auf dem Tisch gelegen, sozusagen. Als ja. er fährt nett ja dann noch wieder weg von dem Ort. Richtig. Also, der neue Freund, Billy heißt er ja übrigens, ist ähm, eigentlich auch ein netter Kerl, sozusagen, allerdings komplett unter der Knute und Fuchtel von seiner Ex-Freundin Janet, ja. die da komplett ein auf Diktator macht und rumkommandiert und so weiter und so fort. Und ich habe gerade gedacht, vielleicht muss man noch kurz für jüngere Leute, falls es sie, <laughs> sie gibt hier unter der Zuhörerschaft. <laughs> ja, <aber kaum. lacht> vielleicht muss man noch kurz Willy Nelson erklären. Weiß ich nicht. Wie würdest du es sehen? Ist ein Hund. Checken die Leute? Ja, ich meine den Namen natürlich. Weiß ich auch nicht. Um, Willy Nelson ist ein Country-Sänger, der sehr Hab berühmt. Habe ich mir gedacht ist. wegen dem Ende des Films. Ja, der sehr berühmt ist in den USA, weil er ähm, ein absoluter Pro-Cannabis-Aktivist ist, offen kifft und auch Lieder über Cannabis geschrieben hat und performt. Der hat auch schon Zusammenarbeiten mit Snoop Dogg gemacht. Ähm, oh, das wusste ich auch nicht. Und Snoop Dogg hat, glaube ich, mehrfach in Interviews gesagt, es gibt nur eine Person auf der Welt, die er kennt, die ihn unter den Tisch rauchen kann und das ist Willie Nelson. <laughs> okay. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber das hat er auf jeden Fall mindestens einmal gesagt, weil mindestens einmal habe ich es irgendwo gesehen. Also Willie Nelson ist quasi der, der Name ist Programm sozusagen, also der hat da einen ganz klaren Bezug, ist nicht einfach nur irgendein zufälliger Hundenname. so. Interessant, wusste ich nicht. Ja, musst du dir mal ein bisschen die Mucke anhören? Ja, mach ich mal. Wird dir wahrscheinlich nicht gefallen. <lacht> <lacht> Dann höre ich mir vielleicht nur ein Lied an. Ähm, ja. Vielleicht kenne ich ja sogar was von dem. Also, der hat auch nicht nur. Also, der hat einfach. Das ist ein Country-Musiker, ne? Auch der ist schon recht alt. Oh, ich glaube, der ist in den 30ern geboren, wenn ich mich jetzt oh, ich nicht ganz falsch noch? liege. Der lebt noch. Ähm. Und der hat auch hauptsächlich einfach normale Country, in, in Anführungsstrichen, Musik gemacht. Ne? Also so Outlaw, ungefähr musikalischer Stil, behaupte ich jetzt mal für meinen Begriff, ohne dann Mega-Experte zu sein, so Richtung... Ähm, ach, wie heißt er denn noch? Meine Güte. Johnny Cash natürlich. Ach so. Mhm. Äh, also wenn man jetzt... Das ist wirklich Country Musik, ne? Und es gibt einige Lieder, wo er halt Cannabis zum Thema hat. Aber man muss sich halt darauf einstellen, dass es Country Musik ist. Hm. Ich habe gerade ja. kurz nebenbei die Google-Bildersuche angeschmissen. Kann sein, dass ich den schon mal gesehen habe. Kommt mir doch ein bisschen bekannt vor. Hat ja auch ein relativ markantes Äußeres mit den... Mit den der hat ja meist so krasse Zöpfe. Mhm. Jetzt interessiert mich aber doch noch mal eben, kurz wann der Mann geboren ist. 33, sage ich doch. Einer hey, Schwede hat der ja viele Alben gemacht, ey. Junge, Junge, <laughs> Junge, 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 <lacht> ey. <lacht> hat er auch viel Zeit, ne? Jo. Ich mein, der ist bald 100. <laughs> der hat richtig was weg mal locht. Der hat Bock. Der hat Mucke Bock. Ähm, ja. Willie Nelson. Okay, weiter. Ähm, nett. nächste Anlaufstelle ist bei seiner Familie zu Hause. Da sind sie dann alle am Esstisch, die drei Schwestern und die Partner waren, glaube ich, auch dabei. Ja, doch, die einmal von. Ähm, ja, die du gerade gesagt hast. Ich brauche das jetzt nicht alles wiederholen. Und die Mutter ist auch dabei. Richtig. Die ganze Familie zusammen. Die sind alle so ein bisschen gemäßigt, äh, hilfsbereit, was Netzsituationen anbelangt. Die sind so ein bisschen auf Abstand eher, kriegt man so das Gefühl vermittelt. Die haben nicht so ganz viel Bock. Da kommt schon so ein bisschen ja. so eine Klotz am Bein-Haltung also. rüber von denen. Man hat schon so ein bisschen den Eindruck, dass die Schwestern ganz froh sind, dass er bei der Mutter untergekommen ist erstmal und man sich da keine weiteren Gedanken machen muss sozusagen. Ja, genau. Ne? Wir müssen aber trotzdem zu den Leuten vielleicht auch noch doch ein bisschen was sagen, weil sonst vieles nachher keinen Sinn ergeben könnte, äh, weil alle Partner oder Nicht-Partner spielen noch eine Rolle im Laufe des Films. Den Dokumentarfilm habe ich schon erwähnt. Dann haben wir aber auch noch die Freundin von ähm, Cat, also von Zoe de Chanel gespielte Schwester, die jüngste Schwester. Das ist nämlich Rashida Jones. Mhm. Und die ist Anwältin und die beiden sind ein lesbisches Pärchen, das irgendwo da in New York mit tausend Leuten in der WG wohnt. Und dann ähm, haben wir noch die Journalistin-Schwester Miranda. Die hat keinen Partner, hat aber einen Nachbarn den sie, also der im gleichen Haus wohnt sozusagen, Kumpel, Freund, äh, whatever. Ja, typ, Freund den sie, sagt sie ja später sogar. Ja, genau, also. Gespielt von Adam Scott. Man, man merkt aber schon, dass zumindest auf seiner Seite da durchaus mehr Interesse da ist, weil wir haben die Szene, wo wir ihn kennenlernen, ist, dass er gerade mit einer anderen zu Gange ist und sie, also Miranda, ruft ihn an, damit er irgendwie da, was war das, das Sofa verschiebt oder sowas. Ja. Nee, den Gasherd anmacht. Genau, no, sie ist so blöd, den Gasherd anzukriegen. Und ähm, er bricht dann sozusagen die Nummer da sofort ab und kommt hoch. Also da weiß man dann schon, alles klar. Äh, ne? Der, hat Interesse. Der könnte da eventuell noch andere Pläne haben. Mhm. So. Das wird alles noch wichtig, deswegen haben wir es jetzt auf jeden Fall einmal ja. einmal auf dem Table gehabt. Yes, auf dem Table und. Ähm, ja, Abendessenszene, bla 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 bla. Personen werden vorgestellt und so weiter, ne? So ein bisschen die Rollen. Nächste Szene ist nett beim Bewährungshelfer. Der taucht nur, ich glaube, zwei, dreimal im Film auf. Gar nicht so eine große, äh, großen Stellenwert im Film. Am Anfang jedenfalls nicht. Da sieht man aber wieder ganz gut, wie ähm, ja, wie nett mit seinen Mitmenschen agiert, ne? wieder da auch so extrem ehrlich und der sagt natürlich dann auch nicht die Sachen, die der am besten sagen sollte beim Bewährungshelfer von wegen zum Thema ja mhm. äh, machen Sie solche Handlungen nie wieder und er sagt einfach äh, weiß ich nicht <laughs> keine Ahnung ja also er fragt ihn nach einem Plan, wie er sozusagen dafür sorgen kann, dass er dass sowas nicht wieder passiert ne? ja genau und er dann Druckst dann da ewig rum und so. Also, es wird deutlich, die Frage hat er sich selber nie gestellt, weil er in dem Geschehen wahrscheinlich selber halt auch kein Problem gesehen hat. Ja. Grundsätzlich. <laughs> ja. Außer natürlich, dass man ihn in den Knast gesteckt hat. <laughs> ja, aber macht sich auch nicht so richtig Gedanken, wie er das äh, vermeidet, ne? dass das wieder passiert. Ja. Wo jeder normale Mensch sofort irgendwie sich da um Kopf und Kragen reden würde, um aus der Nummer rauszukommen. Das zu der Szene. Dann ähm, sehen wir, wie nett bei der Schwester Nummer 1, da ist mein Namensgedächtnis wieder, das wird noch öfter passieren, die mit dem Mann und dem Kind ja, unterkommt. Liz. Liz mit ihrem Mann Dylan und der Sohn heißt River. Genau, stimmt, der Sohn heißt River. Das hatte ich mir auch noch ähm, notiert. Interessanter Name, weil... Der am Fluss gezeugt wurde, am Gang ist, wie sich später noch <laughs> herausstellt, wo ich auch gedacht habe: okay. Interessant. <laughs> ja, Ned äh, versteht sich sehr gut mit dem Sohn. Die gucken der rosa-rote Panther. Der Sohn freut sich auch, dass Nett da ist. Das ist eine ja eine nette Beziehung zwischen den beiden. Der Sohn auch ganz schön unter den, unter den, äh, unter, dem, unter den Fuchteln, unter dem Deckmantel der Eltern, so richtig ordentlich überbehütet, darf nichts machen, was Spaß macht. So ein bisschen helikopterelternmäßig Elternmäßig versuchen sie den da. Ja, wird gedrillt auf Erfolg. Ne? Ja. Soll irgendwelche, spielt er irgendeine komische Schalmei, damit er an irgendeiner Spezialschule was vorzuweisen hat, sozusagen, und aufgenommen wird. Ja. Keine Süßigkeiten, keine Filme, kein gar nichts. Genau, das volle Programm der, der Übereltern. Und irgendwie Ballett statt, war das Ballett? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Irgendein Tanzkurs, Nee, war nicht Ballett, tanzen statt, es war irgendwie so äh, getanzter Ausdruck oder wie man das nennt, glaube ich, so kam mir das vor, statt Karate oder Taekwondo, wo er eigentlich lieber hingehen würde. Ja, was der richtig cool fand. Hast du nicht auch mal sowas gemacht hier, so Ausdruckstanz? Nein, so? <laughs> habe ich doch. nicht. Doch, <laughs> doch. Ich habe <laughs> keinen Ausdruckstanz gemacht. Du hast. Doch, warte. <lacht> <lacht> Vielleicht kein Ausdruckstanz, aber sowas ähnliches. Du hast meine Schuhe... worauf du hinaus willst. Ja, wie hieß das noch? Ähm, wir hatten in der 11. Klasse, musste man sich für Sportkurse ja irgendwie äh, anmelden. Ich, und, ich erinnere mich. Und da war irgendein Kurs, Days, <laughs> Jazz Dance oder so. dachte ich, klingt eigentlich, klingt eigentlich <laughs> ganz cool. Melze dich da mal an. <laughs> <laughs> ja und vor allem leute ihr wisst ja nicht wie er damals aussah ähm, also wenn ich mich jetzt nicht ganz erinnere war das noch die zeit nur schwarze klamotten und lange haare oder ja, ja. aber ähm, ich muss die belustigung leider drüben weil als ich dann herausgefunden habe was das ist habe ich mich dann umgemeldet auf zu nicht. ausdruckstanz sag ich doch nee ich glaube das was war das man musste irgendwie eine individualsportart wählen und eine Mannschaftssportart. Ich hatte irgendwie Judo und Basketball und Badminton und noch irgendwas anderes. Ich hatte, ich, ich bin hatte da sowieso nicht letzten, hingegangen. <laughs> ich hatte in meinem letzten Halbjahr ähm, Sportunterricht. Hatte ich, habe ich wirklich den schweren Fehler gemacht, Tennis zu wählen. Und das war so unglaublich ätzend. Mal davon abgesehen, dass ich mir die Schüler in Anführungsstrichen reinziehen musste, die da drin geil waren, weil sie reiche Kinder waren, die voll auf Tennis abfuhren. Ähm, das war schon anstrengend genug. Äh, war es auch vom, vom Sport her also wirklich überhaupt nicht mein Ding. Und ähm, ja, ich habe dann tatsächlich eigentlich auch fast nur geschwänzt. Ja. Ich, hab, ich hätte nur einmal mehr schwänzen müssen, dann hätte ich per se eine 5 bekommen, das weiß ich noch. Oder, äh, nee, nicht eine 5. Was kriegt man denn dann? ein 6? Eine 6 wahrscheinlich nicht erschienen oder so ein Quatsch. Ja, weiß nicht, 0 Punkte, 1 Punkt, oder sowas. Absolut ätzend. Ich bin ja, das war ja auch, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo erzählt in der Folge, ähm, das war ja meine, meine Oberstufenzeit, wo ich gemerkt habe, das wird sowieso nichts hier, die Schule werde ich hier abbrechen und da bin ich mhm. ja auch zu nichts mehr hingegangen. Ich weiß noch, Judo hatte ich, das fand ich sogar ganz cool, das hat mir auch Spaß gemacht. Mhm. Basketball fand ich auch gut. Äh, Badminton fand ich total ätzend. Und irgendwas anderes... Also ich glaube, Badminton hätte ich noch ganz cool gefunden. Also habe ich zumindest früher ganz gerne durchaus gespielt. Ja oh, nee. Ich habe immer den Ball nicht getroffen, dann muss ich den aufheben vom Boden. Da hatte ich schon keinen Bock mehr dann. Okay. Okay. Hast du okay. okay. Ball? okay. Feder. Den, den Badminton-Ball. Federball. Badminton-Federball. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und ich glaube, ich muss ja irgendwas Viertes noch gemacht haben. Das kann auch, das kann auch sein, dass ich bei diesen Jazz-Dance geblieben bin und einfach gar nicht hingegangen bin. Das kann, also, das weiß ich nicht mehr. Ich habe sehr viel, <laughs> sehr viel einfach geschwänzt. Der ich habe es auf jeden Jazz Fall nicht Dance. gemacht. Bereust du das heute? Würdest du heute gerne Jazz-Dance können? Das ist ja eigentlich die Frage. Uh, nee. Wie sieht denn das aus? Was macht man denn da? Ich kann mir da gar nichts unter vorstellen. Nicht. Also Jazz kenne ich natürlich, aber ja. was ist jetzt der spezielle Dance? Keine Ahnung. Es gibt ein paar, ein paar coole Jazz-Moves, aber dafür muss ich, glaube ich, nicht so ein so einen Kurs belegen, wo ich so ganz viele andere komische Sachen lerne oder weiß ich nicht. Also, wenn ich mir da so Bilder suche zu angucke, dann sieht das nicht so aus, als wäre das was für mich. Nee, das glaube ich auch nicht. Naja, gut. Ist ja nicht schlimm, du hast ja das später im Leben nicht gebraucht. <laughs> nee. Oh, hätte ich mal Jazzdance gemacht, aber jetzt, jetzt, jetzt wirst du es vielleicht brauchen. Du bist jetzt sehr beweibt. Ja, Vielleicht meinst musst du? du nächstes Wochenende Jazz Dance abliefern? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, das muss ich nicht. Na, gucken wir mal. Ich, ich werde mich da mal für einsetzen. Mach <laughs> das mal. Ja, so lustige Sportkurse gab es bei mir, glaube ich, gar nicht. Oder ich habe es nicht, nicht gemerkt mehr, aber uns gab es auch mehr so Standardkram: Basketball, genau, Karate. Tennis. Ich glaube nämlich, dass dieses Jazz-Dance irgendwie so ein Deckname nah war und am Ende war es mehr so rhythmische Sportgymnastik anstatt Jazz-Dance. Also Ausdruckstanz, doch. Was ist denn rhythmische Sportgymnastik? Ja, ich glaube, das ist so ein richtiger, so ein, weiß nicht, so ein Workout-Kram oder so. Ich weiß es nicht. Ah, okay, das ist ja eigentlich sogar ganz cool. Ach, aber ein bisschen Cardio. Gymnastik? Ja, gut. Also, kommt jetzt darauf an, was man drunter versteht. Wenn es jetzt so Gymnastik im Sinne von. Bodenturnen oder so ist, dann wäre das ja eigentlich auch cool, ne? weil wenn du das wirklich kannst, dann bist du ja fitter, geht's es ja eigentlich nicht. Ne? Du musst ja mal Turner reinziehen. Ja. Wie krass die sind. Ähm, ich hatte in meinem Jahrgang auch einen, der so ein mega Turner war, der war auch echt krass. Hat mich damals nicht beeindruckt, hat mich nicht interessiert. Ich äh, hatte andere Ideale, aber muss man schon sagen, so rein fürs Körperliche ist, ist Turnen so unspektakulär und ungeil, es klingt. Eigentlich ziemlich krass. Ja. Naja, nun sind wir schon wieder komplett weggedriftet, ne? Komplett ab vom Thema wieder hier. <laughs> dann machen wir mal weiter im Text. Also in etwa beim Bewährungshelfer, dann ist er bei seiner einen Schwester mit Mann und Kind, die verstehen sich gut, etc. bla 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 bla. Zwischendurch naja, eben noch also ja. eigentlich nur er und das Kind verstehen sich gut, ne? Der Mann ist mega genau. genervt davon, ja, dass er ja. da ist. <laughs> Zwischendurch sieht man noch mal kurz Schwester Nummer zwei ähm, hier so wieder schnell, dass sie sich da nackt malen lässt von einem von ihren Kumpels und sie dann auch die Idee hat, hm, das könnte doch nett auch machen, sich da ein bisschen Kohle mit verdienen. Hm. Kurze eingespielte Szene. Man, ich muss mal gucken, das sind sowieso sehr viele kurze Szenen, die so reinge, reingeschustert werden in den Film. Also es gibt, der hat ein schnelles Pacing, wie man so schön sagt. Nächste Szene Ballett Doku von dem Mann Dylan, die gemacht wird. Da soll Nett ähm, auch bei assistieren. Was denn? Wir müssen in der Szene aber noch was Wichtiges sagen, weil die doch noch wichtig wird. Weil bei diesem Treffen, wo dann Nett bei diesem Malertypen ist, ne? Ähm, da fängt es ja an, eingefädelt zu werden, dass der Malertyp mit seiner Schwester später noch was haben wird. Also da fragt ja. er zum Beispiel nach, ob sie schon immer lesbisch war und nett, wie er halt immer so ehrlich ist, erzählt einfach stumpf, wie es ist. Und das ist in diesem Fall wohl schlicht und ergreifend, dass sie bisexuell ist. Und ne, deswegen mhm. war die Szene so ein kleines, so eine kleine Startrampe für was, was noch kommt. Ja, stimmt. Hast recht, stimmt. Weiter. Hm. Ballett Doku Film von Dylan der da in dieser Balletttanzschule den Doku-Film macht. Ned soll dabei assistieren. Wird da auch mehr so ein bisschen von A nach B gescheucht und hin und her und tu dies und mach das und so Hivi-Aufgaben. Und mhm. Dylan interessiert sich da sehr für Tatjana, die Balletttänzerin, die ja auch wiederum später eine Rolle spielt. Richtig. Also man merkt schon, er schmantet sich an sie ran. Richtig am schmanten Und das. Äh kann man auch vielleicht schon sagen, das wird auch noch dann den entsprechenden Weg nehmen, den man schon erahnen kann. Ja. Dann kommen wir zu Schwester Nummer drei, die Miranda. Miranda, die einen Interviewtermin hat, der für ihre Karriere sehr förderlich ist. Mit einer äh, ich weiß nicht mehr genau, was das für eine Frau war. Die hat den, den ganzen Hintergrund weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber auf jeden Fall hat sie ähm, sich für Frauenrechte eingesetzt. Ja. Dann. Und das war aber das, was halt Vanity Fair nicht interessiert hat, sondern Vanity Fair war interessiert an den ganzen Skandalgeschichten mit ihrem Ex-Mann sozusagen. Ja. Und darüber hat sie halt nie mit Miranda geredet. Ja, auch dabei soll Ned helfen und äh, Miranda nämlich dahin fahren zu dem Termin, aber sonst halt auch nicht viel machen. Also er soll die da durch die Gegend kutschieren fürs Interview. Stellt sich aber heraus, dass Ned sich mit dieser Frau sehr gut versteht und die sehr viel schnacken und sie ihn auch ganz lustig findet und dann wird er noch eingeladen auf diese Benefizveranstaltung. Ja. Also er stiehlt seiner Schwester so ein bisschen die Show da, also sie ist dann auch davon genervt, Richtig. ne? Und vor allem kriegt er die Infos, die sie nicht kriegt. Ja. Genau. Aber natürlich in, in unoffizieller Privatgesprächsmanier. So, dann geht es weiter. Dann habe ich mir dann also eine ganz komische Szene irgendwie mit dieser Sekte, diese Schwitzleute da in dem Zelt. Die, Richtig. Das, das. Fand ich auch, also, das ist... Ähm, das ist der Besagte, deswegen war die Szene mit dem Maler wichtig. Der ist nämlich Mitglied in dieser Sekte, deren Namen ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Ähm, und der nimmt ähm, nett und nett, also nette und nette. Seine Schwäche. <laughs> 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 ja. Das ist die nimmt er mit und in dieser Schwitzhütte sollen dann äh, sozusagen persönliche Probleme irgendwie aufgearbeitet werden. Was. So, zum Teil scheinbar funktioniert, zum Teil aber auch nicht, weil irgendwie immer das Wasser an Nett vorbeigereicht wird, das Trinkwasser. Das bekommt man nämlich nur, wenn man sozusagen irgendwie einen Beitrag, bzw. eine persönliche Lösung sozusagen irgendwie beisteuert. Und ähm, ja, weil er immer dieses Wasser nicht bekommt, wird er dann irgendwann unmächtig und der Krankenwagen muss gerufen werden. Und er fährt entsprechend mit dem Krankenwagen weg. So und nun ist es dann dadurch so, dass Cat und der Malertyp sozusagen alleine sind und alleine ich glaube mit dem Taxi nach Hause fahren und Zibel die Zop da passiert es natürlich. Ja. Ned betrügt ihre Frau, äh Freundin mit diesem Malertypen und naja, ja, das auf jeden Fall erstmal für sich. Jo. Dann weiter. <laughs> Nächster Job für Ned: ähm, Wieder beim Dokumentarfilmdreh helfen. Soll aber da, so also Dylan sagt, er hat ein Interview mit Tatjana. Und er soll, Ned soll ihn da hinfahren und äh, draußen eben warten. Was er dann schön brav macht, kommt aber die Polizei an und sagt, sie müssen hier weg, sie stehen im Halteverbot. Ned hat keinen Schlüssel, geht rein. Den Schlüssel haben und in Flagranti erwischt, versuchen sich noch Dylan und Tatjana oder Dylan vor allem äh, da noch rauszureden, dass das ja nur ein Interview ist, was auch klappt. Was auch klappt, denn nett ist sehr ähm, glaubt Gutgläubig. alles gut genau exakt. Jupp. Weiter geht's. So und jetzt merken wir schon, kann man vielleicht noch mal kurz kommentieren, jetzt mhm. merken wir schon, wo das Ganze hinläuft. Ne? Also mit allen drei Schwestern hat jetzt Ned durch seine Art, ähm, ja, gewissermaßen so eine, ohne es zu wollen und ohne es zu planen, äh, so eine gewisse Zwisch äh, Schlüsselposition eingenommen, indem er besondere Informationen sozusagen hat. Einfach nur, weil er mit den Leuten so offen quatscht, sozusagen. Ne? Ja, weil die. Also er, Teilweise auch Sachen so anvertrauen, unfreiwilligerweise manchmal auch, dass er da Informationen hat, die eigentlich geheim ja. bleiben sollen. Exakt. Also in Bezug auf Miranda hat er Informationen von der Frau, die sie da interviewen eigentlich will. In Bezug auf ähm, Cat hat ähm, er die Informationen mit dem Maler. Und in Bezug auf die älteste Schwester hat er auch wenn er es halt noch nicht checkt, aber hat er die Information von diesem Nackt-Interview, er, wo er gar nicht die Schlüsse draus zieht, aber er weiß halt und erzählt es halt weiter, dass die beiden nackt gewesen sind und dementsprechend können dann später andere ihre Schlüsse draus ziehen. Ja. Genau. Ähm, dann weiter im Text sieht man nett wieder ja. bei der einen Schwester mit dem Sohn, River, wie die wieder spielen und sich da verstecken spielen und nett aus dem Jungen die Finger einklemmt in der Tür. Dann geht es noch weiter. Dann ist der Junge mit den Eltern bei einer, ich weiß nicht, war das eine Psychologin oder so? So ein Gespräch auf jeden Fall. Oder eine Therapie. Da ging es um die oder Schulaufnahme. Oder Schulaufnahme, ja. Das war so ein ja. Bewerbungsgespräch scheinbar für so eine. Geile Megaschule, ne? Für so eine Superschule. In den USA ist das ja wohl scheinbar so, dass der Unterschied zwischen Privat- und öffentlichen Schulwesen dann doch sehr enorm ist und man eigentlich, wenn man wirklich richtig durchstarten will, fast nur über diese hoch angesehenen Schulen und dann vor allem auch Unis äh, eine Chance hat, beziehungsweise mit diesen Schulen dann auf diese Unis zu kommen so wie ich das verstehe und dementsprechend sind da die reichen Leute dann ordentlich hinterher oder was heißt die reichen aber die ja, die reichen und die irgendwie wohlhabenden ja ja die Eltern versuchen ihn natürlich da von der besten Seite zu präsentieren was er alles Tolles kann und macht und hat und tut aber River erzählt auch wo er Lust zu hat was ihm Spaß macht von seinen Interessen die ihn Ned ja auch gezeigt hat mhm. nämlich zum Beispiel Kampfsport genau YouTube gucken. Ja. Jo. Ähm, weiter leiht sich dann Ned später Geld von Miranda, damit er dann doch da in dem äh, in dem Ziegenstall bei Janet wohnen kann, was er sich ja gedacht hatte, dass es das klappen könnte, weil er auch jetzt nicht mehr so richtig willkommen ist bei bei seiner Schwester. Und dem Mann und dem Kind, das ist ja alles, äh, läuft nicht so gut, Den geht das auf den Sack, dass er da diesen Einfluss auch hat auf den Sohn. Leitet sich Geld erstmal nur, ich glaube, 50, 50 Dollar oder so, oder so ein bisschen nur. Aber seine andere Schwester gibt ihm dann noch mehr Geld dazu, er kriegt auf jeden Fall das Geld zusammen. Und fährt dann zu Janet, die dann erstmal denkt: Was zum Teufel geht hier ab? Ich, Ziegenstall? Nö. Vergiss es. Richtig. Kein Bock. Billy, Billy steht daneben und ihm fällt dann, <laughs> Ach scheiße, habe ich vergessen, Janet zu fragen. Ja. <laughs> ja, klappt auf jeden Fall alles nicht. Dann habe ich mir aufgeschrieben: Miranda und Jeremy Beziehungsgelaber. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mir das aufgeschrieben habe. War da was Wichtiges? Hm, naja, ähm. Ach genau, da kam sicher. ja so ein bisschen raus, ähm, was die von sich gegenseitig eigentlich denken, weil die das nett erzählt haben und nett sich da verplappert hat. Und dann genau, ja, kommt es da nicht, zu Streit. So war das. Ich bin gerade nicht mehr sicher, wann das in dem Zeitablauf war, aber auf jeden Fall hatte er mit Jeremy ja, auch irgendwie vor, ja. zwischendurch mal Gelegenheit, alleine zu labern, sozusagen, ja. ne? und da haben sie sich halt über sie auch unterhalten und er hat so. Ja, genau. Dann sind die irgendwann auch mal wieder alle zu dritt, also die ganzen Schwestern, bei, ähm, bei der einen Schwester. Liz, Liz glaube ich, ist die mit dem... Das, das war die mit dem Kind. Genau, da. Siehst du, ich lerne es noch. <lacht> <lacht> Wenn der Film vorbei ist. Dann erzählen sie ihr nämlich auch davon, von der Affäre, dass die ja glauben, dass Dylan eine Affäre hat. Da kommt es dann noch zu Vorwürfen und viel Streiterei. Ja, also da brechen so kurz die... Also du bist jetzt schon bei der Szene, wo die... Es, die, die Information über das Fremdgehen hat ja... Nett Miranda als erstes erzählt, sozusagen. Ja, ja, also, ohne ja. zu wissen, was er da eigentlich ja. erzählt. So, Miranda hat es ähm, Cat, äh, nett erzählt. Und du warst, warst jetzt schon in der Szene, wo die beiden Schwestern das ihrer ältesten Schwester sagen, ne? Genau. Oder? Ja, okay. Genau. genau. Und da kommen dann noch so ein paar alte Kindheitskonflikte zwischen den Schwestern sozusagen ja. hoch. Also, es entwickelt sich dann irgendwie so in die Richtung, dass der Mutti da so ein bisschen der Vorwurf gemacht wird, dass sie ja auch jetzt gerade sich so ein bisschen gehen lässt und dann hin und her und dann ist man halt in der ne, in, in den alten Schwesternstreitigkeiten drin sozusagen ja. so habe ich das ja. verstanden Jupp. dann kommen wir zu Nat mitte die ist an ja. einem, äh, in einem Stand-up-Programm so Stand-up-Comedy macht die Muster schnell von der Bühne auf die Toilette und sich übergeben Vorher im Text, äh, im Film haben wir gerade übersprungen, macht sie noch einen Schwangerschaftstest und ja, da ist sie schwanger. Richtig. Da ist dann nämlich auch noch mal der eine Typ im Publikum, ich weiß nicht mehr wie der hieß, von dem sie schwanger ist. Ja, der Maler. Ja. Was aber noch wichtig ist, nett rennt ihr hinterher und dadurch erfährt er, dass sie schwanger ist. Also er ist wieder der mit der Spezialinformation sozusagen. Ja. Stimmt, das weiß bisher ja, ja niemand. Und vor allem die Freundin nicht. Ja. Das wird auch noch wichtig. Jupp. Weil M die bietet ihn nämlich an, sich um den Hund mit ihm zu kümmern, ne? oder ist dazwischen noch was? Die Freundin meinst du? Cindy. Das hatte ich mir mhm. witzigerweise auch noch notiert, wie die hieß. Ja, das kommt später noch, genau. Okay. Jupp. Dazwischen kommt erstmal noch der Stress bei Miranda auf der Arbeit wegen der Story weil die, die Chefs sagen, oha, das ist eine krasse Story, ist das überhaupt alles richtig recherchiert etc. Sind sie dafür verantwortlich? Ja. Muss sie ähm, sich irgendwie für... Ja, da, da muss man jetzt noch mal eben kurz rückhaken. Sie hat ja nett sozusagen die Sachen, die ihm diese Frau im Privaten erzählt hat, entlockt und hat die in ihre Story geschrieben. Und deswegen wollten, wollte ihre Redaktion jetzt sozusagen dass die Quelle bestätigt wird, wie man es wahrscheinlich äh, ja. Quelle im Journalismus vielleicht nennen würde. Und deswegen fragen sie halt Nett, ob er dafür gerade steht für diese Aussagen. Und er tut natürlich das Einzige Richtige. Er weiß, dass das eigentlich im Privaten ihm erzählt worden ist und sagt dementsprechend Nein. Und damit ist die Story gekillt. Ja. Oder der Artikel. Jo, 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 so ganz genau wusste ich das gar nicht mehr. So, dann ist die also auch ordentlich angepisst von ihm, Miranda. Genau. Jetzt hat er schon zwei von drei angepisst. Ja, dann bleibt jetzt ja nur noch Ned über, ja. wo er als nächstes unterkommt. Schön im Schlauchboot da in der Garage am Pennen. Ja. Voll geil. Ja. Und wenn ihm noch kalt sind, da hängen noch Mäntel. Ja. <lacht> <lacht> genau, Aber da kommt es nämlich ich dazu, dass, auch das dass, dass die Freundin Cindy, ähm, dass die mit ihm den Hund holen wollen. Und dann fahren die ja wieder zu Janet auf die Farm. Richtig. Die Freundin ist ja Anwältin ne? und die sagt, ey, das ist dein Hund und ähm, den holen wir uns jetzt einfach. Ja. Glaub, ein. das ist unrealistisch, weil ich glaube, als Anwalt oder Anwältin würdest du das auf keinen Fall machen, weil du dann, glaube ich, das ist ja trotzdem Einbruch, selbst wenn das jetzt dein Hund wäre. Ja. Nehmen wir mal an, ist, selbst wenn es rechtlich klar wäre, der Hund gehört dir, kannst du ja nicht einfach bei, der, bei irgendwem reinlatschen. Dann musst du halt die Bullen rufen ne? und sagen, hier, der da hat meinen Hund. Ja. <laughs> ähm, und insofern glaube ich nicht, dass eine Anwältin das jemals machen würde. Selbst aufs Grundstück zu gehen ist ja wahrscheinlich schon schwierig, weil ich glaube, die verlieren dann theoretisch auch ganz schnell mal ihre Zulassung. Aber okay, wollen wir es mal durchgehen lassen. Jo. Ja, da bei der Aktion, als sie da im Haus sind, verplappert sich Ned dann, dass seine Schwester schwanger ist. Richtig, und dazu muss man noch kurz was sagen. Weil er verplappert sich zwar, aber es ist auch ein bisschen Nets eigene Schuld. Weil er hat ihr ja den Tipp gegeben, einfach ehrlich zu sein und äh, sozusagen Cindy das zu erzählen. Und um sozusagen so, war jetzt mein Eindruck, äh, um ihn loszuwerden, tut sie so ein bisschen so, sie sagt es nicht explizit, aber tut es so ein bisschen so, als hätte sie seinen Ratschlag angenommen und alles ist gut. Ja. Sozusagen, ne? Um, einfach nur damit er das aus seinem Kopf verschwindet wahrscheinlich. So, das führt aber halt dazu, dass er, während er da mit Cindy unterwegs ist, denkt, dass das halt schon längst geklärt ist zwischen denen, ne? Und dadurch sagt er dann irgendwie bei so einer Gelegenheit sowas wie, ja, freu freut mich voll, dass ihr das geklärt habt, oder irgendwie sowas, ne? Und dadurch kommt es dann halt in Gang. Ja. ja, 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 Genau. Ja, dann bricht da der nächste Streit vom Zaun. Cindy ruft dann die Ned an, Streit am Telefon und dann haut die auch einfach ab und Ned steht dann da, wie so eine Ölgötze. Richtig. In der Zwischenzeit ist er ja auch von Janet längst entdeckt worden, weil eigentlich wollten sie das ja durchziehen, weil ähm, sie, wie Billy erzählt hatte, also ihr neuer Freund an diesem Donnerstag auf einem Konzert sein sollte. Nur Billy, der sich jetzt ja schon mehrfach als ziemlich verpeilt herausgestellt hat, hat halt die Wochen vertauscht und sie waren gar nicht auf dem Konzert. Und insofern war auch der Plan, den Hund heimlich zu klauen, von vornherein zum Scheitern verursacht eigentlich. Ja. Dann weiter. Mhm. Nächste Szene ist Ned mal wieder bei dem Bewährungshelfer. Und da verplappert er sich, dass er mit dem Nachbarn gegenüber gekifft hat. Das ist natürlich genau das, was der Bewährungshelfer nicht hören will. Weil dadurch die ganze Bewährung wieder für den Arsch ist. Richtig. Und da reitet er sich auch wirklich. Komplett dumm rein, weil als erstes sagt der Bewährungshelfer noch, oh, das habe ich nicht gehört. Ja. Und dann sagt er, also er versteht das so, als hätte er es akustisch nicht verstanden und wiederholt es halt ganz laut und deutlich. Ja. Und dann sagt der Bewährungshelfer halt, okay, das muss ich jetzt hier aufnehmen ins ja. Protokoll. Konnte er leider nicht vergessen. Nett hat ihn noch gefragt, ob er es vergessen kann. Ja. Ging leider nicht. Tja, ärgerlich. <laughs> Nächste Szene bei der Familie wieder zu Hause, bei der Mutter spielen die alle Scharade. Der Sohn ist auch wieder dabei. Da eskaliert die Situation dann komplett und weil die alle angepisst sind auf nett durch diese ganzen Geheiminformationen, die er dann doch äh, weiter erzählt hat, und ist da ja so viel bei den ganzen Schwestern in deren Privatleben in die Brüche gegangen und ähm, die sind dann da alle. Angenervt am Rumsitzen und nett kommt er auch nicht mit klar mit der Situation und ähm, ja, dann bricht das in einem, in einem Streit, ja, Streit, Konfrontation aus, würde ich mal sagen. Mhm. Die Polizei klingelt dann auch noch. Da haben wir nämlich wieder Thema: äh, Bewährungshelfer konnte dann ja mit der Information, dass er dann doch gekifft hat, nichts anderes machen, als ihn dann wieder ins Gefängnis zu stecken. Richtig. Miranda aber gewillt, die Kaution zu bezahlen. Und lehnt nett aber ab, der sagt, nö, will ich nicht haben, bleibe ich dann lieber im Knast. Da ja, ist er also sich er dann ist zu ist stolz. sauer auf seine Schwestern. Ja. Nee, naja, also ne, ich weiß nicht, ob stolzer das richtige Wort ist. Also, ich glaube, ich glaube, Stolz gibt es bei dem nicht. Ich glaube, der will einfach nur. Ähm, naja, sie haben ihm ja sozusagen vorher eigentlich zu verstehen gegeben, dass er sich verpissen soll, mehr oder weniger, ne, durch ihre Art. Und ich, und ich glaube, das macht er dann einfach sozusagen. Also, ohne Stolz. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklären konnte, wie ich mir das denke. Verstehst ja, du das? Nee, ne? Weiß ich auch nicht, nee. <lacht> <lacht> für mich passt <laughs> das Wort Stolz eigentlich schon irgendwie. Egal, er lehnt es auf jeden Fall ab. Ja. Er will das nicht, dass die dafür dann aufkommen, für die Kaution. Ja, die Schwester wollen wir aber trotzdem rausholen. Richtig. Und River hat eine gute Idee. Genau, die holen nämlich den, den Hund zurück von Janet. Alle zusammen versuchen ja. sie da erst mit Janet zu reden, aber letztendlich ähm, überreden sie dann wohl auch scheinbar im Off Billy oder der hilft denen auf jeden Fall dabei, der neue Freund von Janet und übergibt denen dann den Hund und sagt, ja komm, das ist schon in Ordnung so. Der soll mal ruhig zu nett. Janet natürlich da am Abnerven und rumquengeln und quietschen und quaken, ja Pech gehabt aber. Dann kommt in der Zwischenzeit nochmal so ein bisschen kleine Einspieler, wie die Schwester, dann, Schwestern, ähm, sich ihren privaten Problemen stellen und sich dann mit ihren ähm, Freundinnen und Freundinnen aussprechen und Sachen klarstellen. Und nicht mehr so viel ja, verheimlichen etc. etc. Am Ende kommt es so, dass Ned die Idee hat, mit Billy was zusammen zu machen. Die sind irgendwie in so einem, das sieht ein bisschen nach Vorstadt aus, wo die so ein Haus haben, wo die rumhängen und Kerzen machen. <laughs> Billy scheint ein bisschen so wie Ned zu sein. Ja, auch so sind eine, Sie schon ein bisschen ähnlich. Ja, Extrem entspannt, nicht so mega auf der schnellsten Schiene unterwegs. Und gutmütig. Sehr gutmütig. So ein bisschen treu-doof. Jupp. Jupp. Dabei vergisst Ned scheinbar das, äh, das Tor, das Grundstückstor zuzumachen. Der Hund, Willie Nelson, haut ab. Ned rennt los, sucht ihn, findet ihn auf einer kleinen Wiese mit einem anderen Hund, wo die Besitzerin dazukommt. Und die verstehen sich gut. Man merkt, da wird wahrscheinlich mehr draus. Der Hund von der Frau heißt Dolly Parton, passt natürlich zu Willie Nelson, Country-Sängerin. Ja. Das Schicksal fügt sich und der Film ist zu Ende. Exakt. Man kann vielleicht noch sagen, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das mit dem Dokumentarfilm ausgegangen ist, aber zumindest Ned mit ihrer Anwaltsfreundin, die haben sich wohl wieder zusammengerauft und ähm, wollen scheinbar auch das Baby behalten. Ja, das weiß ich auch gar nicht mehr, wie das äh, wie die ganzen Lebensstorys da ausgegangen sind. Ja, damit sind wir durch und der Film hat nach 90 Minuten dann ein Ende gefunden. Jupp. Viel passiert in den 90 Minuten. Also hat sehr viel Inhalt ja. dafür, dass das so ein kurzer Film ist. Sieht man jetzt ja auch schon an der Besprechung. Wir sind jetzt ja auch schon wieder Stunde äh, dabei. Fast eine Stunde dabei. Abzüglich der Abschweiferitis? Das, das, das Problem bei dem Film ist, glaube ich, einfach, dass halt die Story sehr viele Personen umfasst. Ne? Und dadurch das, das kostet halt irgendwie alles Zeit, logischerweise, weil du ja schon irgendwo ein bisschen wenigstens checken musst, wer das ist und warum und wieso. Und das macht dann natürlich schon einen Unterschied, ob das jetzt eigentlich er plus drei Schwestern plus eigentlich jeweils noch ein Gegenstück. Personen sind oder ne? Ja. Man kann auch einen Film mit nur was weiß ich, fünf Leuten machen. Ja. Also dadurch kommt glaube ich dieses Geschwindigkeitsgefühl zustande, dass man da auch einfach sehr viel mit den Namen und so viele Namen hat auf einmal. Ja, die ich und mir aus viele, viele verschiedene konnte. Ja. Ja, also ich habe den Film heute zum zweiten Mal geguckt, weiß ich Ach, gar du nicht. Kannst ich das eingangs... Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das eingangs erwähnt hatte. Ich habe den also dir gegenüber habe ich das erwähnt, als du den vorgeschlagen hattest oder du hast ja den ganzen Schlach voll Filme vorgeschlagen davon. Ähm, ja, ich habe mir ja ein paar, ich, äh, paar gekauft jetzt letztens, die man erstmal abfrühstücken kann. Ja, genau. Und ich habe den einfach schon mal mit meiner Frau irgendwann geguckt gehabt. Und ähm, hatte den in positiver Erinnerung und habe ihn jetzt natürlich heute dann nochmal geguckt. Und die positive Erinnerung hat sich für mich. Absolut bestätigt. Ich mag den sehr. Das ist ein. Ähm ich finde die Hauptfigur einfach super interessant und super sympathisch natürlich auch. Darauf ist sie ja auch angelegt. Äh ich finde die Schauspieler eigentlich alle gut. Irgendwie haben die mich alle abgeholt und das hatte für mich immer alles genau das richtige Maß. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich mag die, mochte die Atmosphäre. Es ist natürlich jetzt ein Film, der den manche wahrscheinlich so als zu seicht und geplätschert irgendwie wahrnehmen würden, kann ich mir vorstellen. Ich persönlich finde das aber gar nicht so sehr. Also, irgendwo ist es natürlich schon auch eine etwas oberflächliche, einfach so eine Komödie sozusagen, ne? Aber andererseits finde ich die Idee so gut, dass ich da da für mich so den Tiefgang sage ich mal finde, weil die Idee ist ja eigentlich, dass diese Figur durch ihre Art und vor allem durch ihre Ehrlichkeit quasi dieses Ehrliche und Positive in das Leben dieser anderen Personen hineinträgt und obwohl die das eigentlich sozusagen gar nicht wollen beziehungsweise ne, ähm, es ist halt irgendwie leichter den Konflikt zu vermeiden als ihn auszusprechen in der Regel ne? und deswegen macht man es dann und ähm, er zwingt sie halt durch seine verpeilte Art dazu, die Konflikte alle aufzudecken. Einfach weil er nicht so viel nachdenkt über die Dinge und halt sehr ehrlich ist. Und das finde ich eigentlich eine super interessante Idee. Ist mir jetzt auch irgendwie nicht bewusst, dass ich das schon oft irgendwo mal gesehen hätte. Plus, ich finde, zumindest bei mir hat sich beim Gucken das Gefühl eingestellt, dass da schon mit sehr viel Liebe irgendwie vorangegangen vor wurde. Ich habe eigentlich bei keiner Figur so richtig das Gefühl, dass das so 0815 hingekotzt wurde. Die sind alle so ein klein bisschen, haben so ein bisschen skurrilen Zug, sage ich mal. Das ist was, was ich einfach mag. Ist auch eine Geschmackssache natürlich. Also ich habe ihn wieder mit viel Freude geguckt und ich würde ihm wahrscheinlich 8 Punkte geben, aber er kriegt noch einen halben Punkt Deschanel-Bonus. <laughs> okay, sehr gut. Ähm, wo soll ich denn in die Liste denn reinschreiben? Bei den Stoner-Filmen oder bei den sonstigen Filmen? Nee, das ist ja eher wahrscheinlich erweiterter Stoner-Film. Ne? Also es ist ja kein Stoner-Film im engsten Sinne, weiß ich nicht. Also bei sonstigen Filmen. Obwohl die Hauptfigur ein Stoner ist. Muss man ja, sagen. das ist äh, dadurch angelehnt. Ne? Hm. Aber es ist, das ist nicht Thema des Films, hauptsächlich das Thema des Films. Das ist nur ein Gimmick der Figur sozusagen. Von daher würde ich schon ihn eher als erweiterten Stoner-Film im erweiterten Sinne betrachten. Also sonstige Filme. ja, warte mal, unterscheidest du jetzt? Wir haben ja nur zwei Kategorien. Wir haben Stoner-Filme und sonstige Filme. Ach so, okay. Irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, wir haben Stoner-Filme im engeren Sinne, Stoner-Filme im weiteren Sinne und dann Einfach-Filme. Nee, 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 das ist alles okay. bei einfach Filme. Da ist zum Beispiel auch Wayne's World oder hier die Annie Murphy-Filme oder Breakfast Club, was wir da geguckt haben. Ja. ja, gut, dann ist das ja auch ein klarer Fall, würde ich sagen dann kommt der da rein. Ja, manchmal haben wir ja so grenzwertige Filme, die da also so ein bisschen ein bisschen reinpassen, aber dann ja, wo man sich nicht so ganz sicher ist. So, 67 war das, glaube ich. Ups, ich kann nicht mehr schreiben hier. So, live. Live Arbeit. So, was hast du gesagt? 8,5? Ja ist eingetragen. Ich kann da nicht ganz mithalten bei der, bei der Bewertung. Ähm, mir war das zu viel Story in einen Film reingepackt mit den drei Schwestern und deren drei Problemen, wobei ich die Grundidee auch gut fand. Ähm, aufgrund der, der Masse an Themen, die da eingebracht werden, haben wir wieder das Phänomen, dass ständig sehr kurze Szenen eingeschoben werden, wo man irgendwie, wenn man einmal kurz die einmal kurz blinzelt, dann irgendeinen Story-Schnipsel verpasst. Äh, das ist nichts für mich. Das kann ich nicht. Mhm. Ähm, ja, also man muss auch entsorgen. ganz klar sagen, den Film muss man gucken. Da muss man am Start sein. Ne? Sonst ist man einfach tatsächlich mit den vielen Personen, denke ich, alleine schon zu schnell raus und checkt ja. nicht mehr so richtig. Also. Ich meine, habe ich auch gemacht, ich habe jetzt den nicht nebenbei geguckt. Ein paar Sachen habe ich halt verpeilt, so Namen etc. So ist das ja nicht. Ich habe den schon mit Sinn und Verstand geguckt. Ähm, ja, aber das ist für mich einfach kein positives Guckerlebnis, wenn da so viel immer so schnell hintereinander passiert. Das geht mir dann eher auf die Nerven. Mhm. Plus die reinen Thematiken, die die Schwestern da haben, diese ganzen Beziehungsgedönskram mit ihren Typen. Uff. Ich, ja das ist dann irgendwann auch nicht mehr so ganz äh, da, da, da war ich irgendwann auch raus dass mich das interessiert hat ich gebe dem 6,6 punkte sehr gut kann man gucken und was oh, was mich hast du den auf netflix geguckt Nee. Auf Deutsch, auf Englisch? Ich hab den auf Amazon und deswegen auf Deutsch geguckt. Ich habe den auch auf Deutsch geguckt und die Synchro war ja wohl absolut unterster aller Schubladen. So was habe ich ja noch nie erlebt, was das für eine schlechte Synchro war. Oh, das ist mir nicht so aufgefallen, was auch ein bisschen dran liegen könnte, dass ich den ähm, ausnahmsweise auf dem Laptop geguckt habe und ein bisschen weiter weg saß. Also, da, das ist mir jetzt tatsächlich nicht aufgefallen. Da. Okay. Also da habe ich wirklich gedacht, Verdammt. was ist, was ist damit da ich, passiert? Der werde ich dann ja nächstes Mal wahrscheinlich darauf achten. Das ist ja schlecht. Dann finde ich den ja vielleicht nicht mehr gut. <laughs> Weiß ich nicht. Kann sein. Also da das ist das mir ist wirklich, wirklich ins, äh, ins Ohr gesprungen. Ja, sehr gut. Dann haben wir doch mal wieder einen Film gut abgearbeitet. Yes wurde mir aufgezeigt als Stoner-Film in irgendeiner Liste, die ich ähm, gelesen hatte. Dadurch komme ich ja immer auf die Filmvorschläge. Jo. Ja, ich habe diese Woche ausnahmsweise was zu sonst so geglotzt beizusteuern. Und zwar habe ich, ich hätte sogar eigentlich mehrere Sachen beizusteuern, aber belassen ähm, wir es mal bei dem einen. Und zwar habe ich Moonfall von Roland Emmerich geguckt. Ähm, ist der neu? Sagt mir gar nichts. Der ist, glaube ich, von 21 oder 20 oder also so. Okay. Moment. Also neu. Kann ich, dir, kann ich dir gleich sagen. 22 sogar. Oh Witzka. Du bist ja richtig hier ja, up to date. Ja. Aber nur, ich gucke nie so neue Filme eigentlich. Ähm, ist dann immer Einfluss meiner Frau. Mhm. Ich muss wirklich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal ein guter Film rausgekommen ist. Das ist schon 1000 Jahre her. <laughs> Grumpy Old Man wieder. Also wirklich, naja, haben wir schon öfter drüber geredet. Ich gucke nur noch Dirty Harry. Brauche ich nicht äh, wieder reinverfallen. Ja, den habe ich aber mit guten Mutes, sage ich mal, grob geguckt, weil ich dachte, naja, Roland Emmerich, ähm, was hat man da so für Erinnerungen dran? Ähm, ich weiß noch, ich habe als Kind Independence Day richtig abgefeiert. Ich habe Stargate gemocht. Ich habe sogar Universal Soldier gemocht. Ich habe 10.000 BC gemocht. Also schon eher positiv gestimmt. Ich hatte, als ich bevor ich Moonfall geguckt habe, vergessen, dass ich in der Zwischenzeit auch den zweiten Teil von Independence Day ja gesehen habe, der eine komplette vollkommene Katastrophe war. <laughs> den habe ich nicht gesehen, aber das absolute Lebens. Den habe ich sogar im Kino geguckt. Ich hätte mich danach am liebsten ins Kino übergeben, weil der so unglaublich schlecht war. Das war auch das war tatsächlich, glaube ich, sogar eine Phase, wo ich eh schon der Meinung war, also so langsam lohnt sich das mit dem Kino nicht mehr, weil die ganzen Filme so scheiße sind. Ich glaube, davor hatte ich zuletzt äh, Avengers oder so gesehen, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, äh, Independence Day-Fortsetzung war dann so eventuell sogar bei mir der letzte Sargnagel, <laughs> überhaupt in, 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 in so größere Blockbuster-Filme ins Kino zu gehen. Ähm, Moonfall jedenfalls handelt davon, dass der Mond auf die Erde fällt. Ähm, warum und wieso genau ist, ehrlich gesagt, kein Atem meinerseits wert an der Stelle. Das ist eine komplett krude, zusammengeschusterte Quatschgeschichte, wo auch äh, zum Teil hinten und vorne das alles nicht zusammenpasst. Also komplett inkonsequent. Die Dialoge sind der dümmste 0815-Müll, den ich seit langem gehört habe. Also, das ist wirklich eine. Ein absoluter Haufen Dreck gewesen, dieser Film in meinen Augen. Wirklich. Und dann natürlich auch noch ewig lang der Scheiß. Also, ich bin wirklich wütend geworden von diesem Film. Ich bin wirklich wütend geworden, weil ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das, wer, wer traut sich für so einen Film. Einen Trailer zu machen, der so tut, als sei das ein guter Film. Das ist doch reine, reiner Betrug. Das ist doch, äh, weiß ich auch nicht, da das, das kann ich auch zu meinem Nachbarn gehen und den überfallen und das ist un ungefähr ähnlich, weil es eigentlich allen Beteiligten klar sein muss, dass das wirklich nur Bullshit ist und ähm, das müsste man sofort irgendwo verschwinden lassen, auf keinen Fall zeigen den Menschen. Ah. Okay. Ah, so, ich <laughs> Also, ich, ich, ich kann dir fast per se direkt versprechen, dass du es auf jeden Fall bereuen wirst. Außer du sagst jetzt, ist mir jetzt nicht bekannt, aber außer du sagst jetzt, Roland Emmerich ist für mich. Oha, 130 Minuten, ich gucke gerade ein bisschen. Ja. ja, also ich muss sagen, Roland Emmerich ist irgendwie so ein großer Name, aber wenn ich mir die, ähm, die Filmografie angucke, ich kenne auch nicht alles von dem. Universal Soldier. Mm, ja, okay. Independence Day fand ich früher gut, den habe ich vor einer Weile mal wieder gesehen, habe dann aber auch gedacht, okay, so gut ist er doch nicht. Genau, das ist nämlich, ehrlich gesagt, unterm Strich dabei rausgekommen, dass ich mich nach dem Film gefragt habe: Moment mal, ist jetzt wirklich Ronald Emmerich auf einmal so scheiße? Oder <laughs> hast du einfach diese Filme, die du mit ihm positiv verknüpfst? Ich meine, die habe ich halt als Zehnjähriger oder Zwölfjähriger gesehen. Na ne? klar, finde ich Alien-Raumschiffe geil und. Kampfjets und mhm. Universal Soldier und so. Ähm, ich bin dann tatsächlich an den Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht musst du diese alten Filme, die du jetzt positiv verknüpft hast, nochmal gucken. Wahrscheinlich sind die auch einfach scheiße und du hast sie nur gut in Erinnerung, weil du sowas halt damals gut fandst. Ja. Ich weiß es nicht. Entweder das oder Herr Emmerich ist wirklich komplett auf äh, kein Bock mehr Modus äh, irgendwas dahin rotzen. Ja, Godzilla war ja auch so ein Fall. Das war auch ein ganz komischer Film. Das hat ja auch irgendwie ja weiß ich ja da versucht das, das Godzilla Rad neu zu erfinden und Godzilla sah auch irgendwie gar nicht aus wie Godzilla und äh, ganz seltsam irgendwie Patriot habe ich glaube ich nicht gesehen Day After Tomorrow fand ich auch nicht so doll. aber gut ich stehe auch nicht so auf Katastrophenfilme also, ja ah, das ist bei mir auch der geht. Fall muss man auch sagen also Katastrophenfilme stehe ich sogar nicht nur nicht wirklich drauf sondern im Gegenteil finde ich ist für mich eines der schwierigeren Genres, wo, wo es mir jetzt schwerfallen würde, überhaupt ein Beispiel mir einfallen zu lassen, was ich gut finde. Also tatsächlich wahrscheinlich Independence Day am ehesten, nur wie gesagt, vielleicht finde ich den gar nicht mehr gut. Ja, ich habe White das House Down hab Genre. ich noch gesehen. Den fand ich aber auch scheiße. Oh, den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ja, so. Ein ja, nee. Naja, der Film Jedenfalls sagt, was der Titel schon beschreibt. Ja, jedenfalls dachte ich jetzt mir danach, okay, da musst du jetzt eine gute Tat tun. Der Film ist relativ neu. Jetzt merke ich gerade sogar brandneu, also haben den vielleicht tatsächlich viele auch noch nicht gesehen. Also guckt euch den nicht an, ganz einfach. Außer ihr seid Hardcore-Emmerich-Fans, wo klar ist, dass ihr alles gut findet, was da mit dem Label daherkommt. Aber ansonsten kann ich mir ehrlich gesagt kaum einen Menschen vorstellen, warum der diesen Film mögen sollte. Wie fand deine also Frau diese den Dialoge, denn? wirklich, das bringt dich, nee, die fand ich auch komplett scheiße. Die okay. Dialoge ohne Scheiß, das ist so, also da hast du das Gefühl, da hast du, also, als, da fragt man sich, wer denkt sich denn sowas aus? Also ich meine, in einer Industrie, in den USA, in einer Filmindustrie, wo es ja extrem viele gute Autoren gibt und die Producer ja auch alle Erfahrungen haben und so weiter und so fort, da muss doch irgendeiner, wenn das ganzen Spektakel, diesen Film zu produzieren, sofort gesehen haben, dass das scheiße ist. Also allein schon an den Dialogen, allein daran müsste man es schon gemerkt haben. Wie viele Leute lesen so ein Drehbuch, bevor da auch irgendwas passiert? Das ist mir wirklich ein absolutes Rätsel. Das ist ein komplettes Rätsel, wie sowas Realität werden kann, so ein Film. Hm. Aber oh da scheinst du ja nach kurzer Google-Eingabe nicht der Einzige sein zu sein mit der Meinung, der hat ja scheinbar einen Haufen schlechter Bewertungen gekriegt. Da habe ich bisher noch nicht mich mit beschäftigt. No. Wäre wär eigentlich mal so ein Fall, wo es wieder lustig wäre, Rezensionen sich durchzulesen. Die fünf Sterne Rezension? Die, Bester die Film aller Zeiten? Ja, das muss ich jetzt mal im Kurz nebenbei gucken. <laughs> Wenn es. also ich wette, es, 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 es muss sowas geben. Der hat, also komm, physikalisch nicht korrekt, aber so gutes Popcorn Kino. Ja, naja. Einfach nur wow. <laughs> trotz, trotz der vielen negativen Rezensionen, die mich ohnehin noch nie wirklich interessiert haben, finde ich den Film einfach nur mega. Bilde mir grundsätzlich okay. immer meine eigene Meinung. Das ist gut, mein Freund. Was auch, wie sich mal wieder gezeigt hat, gut so ist. Wurde die gesamte Filmdauer super unterhalten und habe das bekommen, was ich von einem Ennerich erwarte. Ja. Dann. Dann ist das wohl so ja weiß gut ich nicht, was man dazu sagen soll ist halt so ne ich meine Geschmäcker sind verschieden ist klar aber so du nein. findest ja auch äh, Transformers scheiße ja natürlich und ich finde Transformers halt mega geil ja da weiß ich kann ich mir auch nicht erklären weiß das halt ist so. eigentlich das das ist eigentlich ja Geschmäcker sind, sind halt einfach verschieden und man, man, man spricht ja auf ähm, es ist ja selten so, dass man einen Film einfach nur mag um dieses einen Films willen, sondern man hat inzwischen so viele Sachen geguckt, dass es einfach bestimmte Elemente und Dinge gibt, die einem gefallen und andere, die einem nicht gefallen. Und so, Ori, ähm, äh, wie, wie heißt es, so innovativ, dass du jetzt einen Film hast, wo nicht solche anderen Konzepte, sage ich mal, in irgendeiner Form berührt werden. Das geht ja gar nicht quasi, ne? Ja. Und insofern ist so ein Film auch immer so ein Mischmasch aus Stücken, die irgendwie bei einem schon vorbelastet sind. Und äh, ja, ich glaube, daraus erklärt sich dann bei manchen, die so stark polarisieren, dass äh, dieses Gefälle äh, einfach die, die, wie man auf die einzelnen Versatzstücke von vornherein guckt, sage ich mal. Und, und dann kommt noch das, der zweite Schritt hinzu, der Film selber, wie sie denn dann da zusammengefügt sind. So, so empfinde ich das jedenfalls immer ein bisschen für mich. Ja, das kann gut sein. So. Das hatte ich sonst so geglotzt. Ähm, ich habe nicht so viel sonst so geglotzt. Ich habe Stranger Things geguckt, die aktuelle Staffel. So, da fehlen jetzt ja noch zwei Folgen kommen oder eine Folge. Irgendwie, die ist noch nicht fertig, die Staffel. Im Juli kommt noch was raus, das Ende von der Staffel. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch eine oder noch zwei Folgen sind. Aber bis dahin habe ich äh, das alles geguckt. Ich weiß nicht, bist du, bei, bist du bei Stranger Things dabei? Hast du das geguckt überhaupt? Nee. Okay. Dann da kann ich nicht können wir da uns ja, nicht drüber unterhalten. Aber gut, da das ja auch noch sehr aktuell ist, will ich da auch nichts äh, spoilern, soweit. Ich kann nur sagen, ich fand die Staffel bisher gut. Okay. Hat mir gefallen. Beim Trailer habe ich gedacht. Ugh. Das ist ja so, als wäre es von Roland Emmerich. <laughs> das bisschen drüber alles, bisschen sehr viel Bombast, ähm, ist es auch in der Staffel schon. Hat mich komischerweise aber nicht gestört. Okay. Ja, ja mal gucken. Muss ich vielleicht auch noch mal irgendwann nachholen. Stranger so Things ist ja nun. Ja. Das ist ja die. Die Money Cow von Netflix unter anderem. Zu Recht. Also, hm. ich bin ja auch, wie du weißt, bei vielen Netflix-Produktionen, wo ich denke, ach komm, ey, Eintagsfliege weg damit. Hm. Aber Stranger Things hat schon die Berechtigung, dass es doch schon ein großes Ding ist. Ja, glaube ich gern. Also ich habe mal die von der ersten Staffel, die erste Folge oder vielleicht sogar die ersten beiden geguckt, einfach nur um mal so ein Reingefühl zu bekommen, ne? Ja. Und das hat mir da schon so von der Atmosphäre und Spannungsaufbau hat mir schon zugesagt. Habe ich dann nur irgendwie nicht bis dato nicht zu Ende geführt. Oder das, also das war kein richtiger Anfang. Ich hatte mir nicht wirklich vorgenommen, das jetzt zu gucken. Ich wollte wirklich nur mhm. reinschnuppern. Insofern ähm, ja, habe ich das einfach noch vor mir. Jo, 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 sehr gut. Ja, sonst habe ich ähm, habe ich nichts geglotzt, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie was auch gedacht, dass ich irgendwas, wo ich abbranden wollte. Aber mir fällt es nicht mehr ein. <laughs> Kannst du ja zur Not noch nächstes Mal machen, falls es ja. mir einfällt. Über Burger King wollte ich abrenten Das fällt mir noch ein. <laughs> Burger King oder McDonald's? Äh, Burger King. Ist eigentlich. Okay. Weiß ich nicht. Ich war ja seit Ewigkeiten letztes mal wieder außerhalb von meinem von meinem äh, Dörfchen hier. Ich wohne ja ein mhm. bisschen ab vom Schuss mal wieder oh, ja. raus in die weite Welt gewesen. <laughs> Auf dem Konzert war ich, wo ein Kumpel von mir aufgetreten ist. Schöne Grüße, gehen raus. Und wenn man dann schon mal rausgeht in die große weite Welt, denkt man, geil, da gibt es einen Burger King in der Nähe. Geil, mhm. geil, 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 ab zu Burger King. Habe ich schon schön vorher im Online erstmal geguckt, was die alles haben. Was es bei denen so gibt. <laughs> Und da habe ich erstmal gedacht, ey, die sind ja voll schlau. Ich äh, esse ja auch vorwiegend vegetarisch. Hm. Die haben ja voll viele von deren Standardprodukten als vegetarische Version. Zum Beispiel den Big King XXL einfach als vegetarischen oder irgendein. Ein paar andere Burger waren da auch noch dabei. Oh, das ist dann aber auch relativ neu. Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Das kannte ich so nicht und ich meine, man kennt es ja, dass die halt ein, zwei vegetarische Burger im Angebot ja, haben. Aber genau. dass die einfach so deren, äh, ja, das was sie so deren, wie sagt man hier Standardprogramm, Standarddinger, Standard was sich gut verkauft, was geil ist, dass sie das als vegetarische Variante anbieten, dachte ich, das ist ja, das ist ja richtig geil. Das ist richtig geil, weil ähm, ich fand auch früher, die hatten ja zum Beispiel den Rebel King. Den haben sie zum äh. Beispiel nicht mehr. Und ich habe den gerne gegessen. Nur das Problem war, wenn du halt nichts anderes zur Auswahl hast, dann isst du den halt dreimal und dann... Ja, war es irgendwie auch schon nicht mehr so geil, ne? Ja. Von daher, richtig gute Entwicklung. Ja. Naja, angekommen beim Burger King hatten sie das alles nicht da. <laughs> das okay, das da ist natürlich toll. nicht so geil dann. Ah, oh, da dachte ich, schade, gut. Äh, aber die hatten einen, den Veggie King oder King Veggie oder so. Dann... Obendrauf kommt noch, dass die sich ja auch dazu entschieden haben den Bestellvorgang an diesen Terminals zu machen, wo ich absolut kein Freund von bin. Das heißt, da, da stehen keine Menschen? Nee. Du musst das an dieser Schalltafel eingeben, was du haben willst, dann kriegst du eine Nummer, und musst es abholen, wenn es fertig ist. Okay. Weiß ich nicht. Da kommt wahrscheinlich wieder hier der der Rentnermodus durch. Das ist neu, das ist scheiße. Das ist mir zu viel zu viel Technik. Hat das also hat das denn funktioniert? Reibungslos oder? Das hat funktioniert und ich denke mal, wenn man das ein paar Mal macht, dann ist das auch weniger schlimm. Aber wenn du dann davor stehst und das zum ersten Mal machst, dann denkst du, du kriegst die absolute Krise, was das für ein Scheiß ist, wie lange das gedauert hat, das zu bestellen, ey. Da wirst du wahnsinnig bei. Da musst du erstmal dich durchs Menü durchklicken, was du haben willst. Willst du ein Menü, willst du einen Einzelburger? Und dann steht da, willst du. Cola oder eine Cola Light. Und dann drückst du auf Cola und dann kannst du nicht auf Weiter drücken, weil Cola war schon angewählt. Da denke ich, wer programmiert denn so einen Haufen Da musst hm. du wieder draufklicken, dann kannst du auf Weiter drücken. Und dann mit Eiswürfel oder ohne Eiswürfel? Mit Pommes, mit Salz oder... Nee, mit Salz nicht, aber Mario oder Ketchup oder... Ach, keine Ahnung. Man hat nicht mal die Möglichkeit, äh, keins von beiden zu nehmen. Mario oder Ketchup. Ich esse die Pommes immer so. Okay. Ganz seltsam. Und dann ist das immer schon alles angewählt und dann wählst du das ab, weil du da draufklickst. Wie man das normalerweise ja macht wenn man was haben will klickt man da drauf aber es ist schon alles ach oh, das ist alles denkst du so oh Gott ey das muss Microsoft gemacht haben <laughs> hat auf jeden Fall ewig gedauert und dann wenn du nur ein Menü haben willst und dann noch mal das gleiche oder noch mal was anderes noch mal oben drauf und dann am Ende noch so eine Frage wollen Sie noch dies und das dazu haben nein willst du nicht haben ey richtig oh, Krise ey. Ja, okay, das klingt Ach, dann, ein bisschen stressig. Ja, weiß ich nicht. Plus der Veggie King, ich mochte den nicht so gerne. Meine Freundin mochte den. Äh, meins war es nicht. Das war halt tatsächlich wie so eine Gemüsefrikadelle. Okay. Also nicht Fake Fleisch, sondern einfach... Nee, ich hätte gerne Fake Fleisch gehabt. Ja. Naja. Ja. Da gibt es so ein paar Sachen, die in diese Richtung gehen, die ganz cool sind oder ganz gut schmecken. Aber... Wenn ich jetzt einen Burger esse, dann will ich schon auch lieber einfach ein Ersatzprodukt, das schon schlicht und ergreifend so nah wie möglich rankommt an das, was ich ja. sonst an Fleisch da gefressen hätte. Dann war da noch so ein Typ, der irgendwie, ich weiß nicht, was mit dem los war, ob der besoffen war. Auf jeden Fall war der voll aggro am Rumschreien, hat da voll die Bedienung angelabert. Ich will jetzt einen Scheißwopper mit Käse haben. Penner, machst du mir den jetzt? Und dann dachte ich, oh mein Gott, ey, wo bin ich denn schon wieder gelandet, ey? Ich will wieder in mein Dorf zurück. <lacht> <lacht> Ey, ich sag's dir, ne? Die Stadt. Alter, das ist Wahnsinn, einfach nur. Es ist einfach nur Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, wo das alles noch hinführen soll. Aber okay. Das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Das Wir sind eh am auch, Arsch. Auch äh, nicht so. Wäre dauerhaft nicht meine Welt. Nee, ganz furchtbar. Gut, man muss auch nochmal sagen: Bahnhofnähe ist, glaube ich, ja in jeder Stadt nochmal. Ein spezielles Sammelsorium an Wahnsinn. Das stimmt. Das ist ja auch nicht. repräsentiert ja auch nicht immer die Stadt im Ganzen. So fair wollen wir mal sein. Ja, aber, aber gibt aber einem schon ein bisschen den Grundvibe mit, finde ich. Ja. Naja. Ich bin froh, ohne Scheiß, ich will niemanden dissen. Ich bin froh über jede Person, die Bock hat auf Stadt. Bitte geht dahin, so viele wie es geht. Je mehr in der Stadt sind, desto weniger sind hier bei mir. Perfekt. <laughs> <laughs> ja. Hattest du nicht noch irgendwas anderes Lustiges erlebt? Weiß ich nicht. Nee, das war nicht lustig. Also du hast noch eine Sache erlebt, die nicht lustig war, aber ich dachte auch noch eine lustige. Ähm, kann gut sein. Ich bin mir. Also die nicht lustige ja. Sache, an die ich denke, ist natürlich die verschollene Katze. Stimmt, meine Katze war ja die war verschollen abends einmal rausgelassen und dann nicht wiedergekommen. und die war neun Tage bei den Nachbarn im Schuppen eingesperrt ey. da habe ich auch gedacht ja 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 also ich hatte da echt schon die Hoffnung so ein bisschen aufgegeben das war richtig nervig mhm. rumgegangen in der Nachbarschaft überall geklingelt und gefragt und vor allem habe ich die Nachbarn auch noch gefragt ähm, habt ihr meine Katze gesehen kann das vielleicht sein dass die irgendwie im Schuppen oder so weiß man ja nicht ne Aber da dachte ich auch ey... Nö, nee, haben wir nicht gesehen, ne. Aber anstatt mal nachzugucken, ne. Mhm. Und dann klingelt der Typ irgendwann so: Ja, äh, suchst du deine Katze? Ich dachte so, willst du eine aufs Maul, ey? Ja. <laughs> hab ich doch gesagt, dass ich <laughs> die suche. Habe ich schon so eine Krawatte gehabt. Also da habe naja, ich. Gott echt, sei Dank ist sie dann wieder Da habe ich echt zu ich viel gekriegt, ey. Vor allem, wenn ich denen das vorher auch noch sage, ja, kann man da ja mal nachgucken oder so. Das war ein bisschen stressig. Aber ist wieder da. Ich weiß nicht ganz genau, wie die das hingekriegt hat, so lange da drin zu überleben. Mäuse. Mäuse wahrscheinlich, schätze ich nämlich auch, ne? Weil also ich habe mal gelesen, die können richtig lange ohne Fressen auskommen. Drei Wochen. Oder noch länger sogar. Bei Trinken wird es halt schwierig. Ja, aber das wenn sie nicht. eine Maus fängt, da ist ja auch Flüssigkeit drin. Ja. Also ich kann mir das ja. schon vorstellen. Kann gut sein. Weil die meinten nämlich zu mir, dass die da wohl nicht so lange drin gewesen sei, weil die Tür zwischendurch offen gewesen wäre, hätte das Kind gesagt. Kam mir auch alles ein bisschen sehr merkwürdig vor. Okay. Hey. Und auf jeden Fall wahrscheinlich mal noch auf jeden Fall Wurmkur anmachen, ne? Ja, kriegt Wenn die jemand. die ja. da so viele Mäuse gefressen hat. Regelmäßig, ja. Ja, ja, das ist hier sicherlich, das ist ja eine gute Nachricht. Dann ein Stein vom Herzen gefallen. Jupp, das ist auf Katz jeden Fall. Katzi wieder da. Katzi ist wieder da. Chillt hier schön auf dem Sofa. Ja, ich habe auch ein bisschen, ich habe was Lustiges erlebt. Ähm, Erzähle ich jetzt einfach mal, vielleicht fällt dir deine lustige Geschichte auch noch wieder ein. Mhm. Oder was heißt Lustiges? So eine Mischung aus lustig und deprimierend eigentlich. Ah, ähm, okay. Oder ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, wir, wir gucken mal. Es ist nämlich so Folgendes passiert. Du weißt ja, ich am Wochenende äh, steige ich gerne mal aufs Fahrrad, wenn das Wetter passt und radel hier so ein bisschen rum, setze mich irgendwo auf eine schöne Bank im Felde und schilder einfach so ab Stündchen, zwei Stunden. <laughs> ähm, hab oft auch Kamera dabei und oder äh, Fernglas, Vögel beobachten, vielleicht mal hier und da ein Foto machen, halt so, ne? Mhm. Chillen halt, einfach auf der Bank sitzen und da ein bisschen abchillen. Ah, ja, das habe ich gemacht und ich äh, saß da so rechts von mir mein Fahrrad und ich ähm, habe gerade mit dem Handy tatsächlich ein Foto gemacht von der Landschaft, habe so sozusagen von mir aus nach links geguckt schräg rüber und um dieses Foto zu machen und von rechts mhm kamen zwei, ich sag jetzt mal, junge Frauen, junge Mädchen, meine Schätzung 16, 17 oder so. Äh, kann ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, ne? Ist mit dem Alter natürlich ein bisschen schwierig, aber würde ich jetzt so denken, äh, vorbeigefahren. Und ich habe die auch nur ganz kurz gesehen, weil ich ja mit dem Foto beschäftigt war und die wirklich so von rechts gekommen sind und ich nach links geguckt habe, habe ich die eigentlich erst, also ich habe die vorher schon gehört, dass da jemand kommt, aber ich habe die halt erst wahrgenommen oder gesehen als konkrete Person. Nur eine Sekunde, während sie sozusagen mal vorbeigefahren sind. Und genau in dem Moment, wo sie vorbeifuhren, war ich mit dem Foto fertig und sagte noch, und sagte einfach so, äh, Guten Tag oder Moin oder irgendwie sowas, ne? Einfach eine Begrüßung. Ja. Ähm, die reagierten nicht darauf und fuhren weiter. Und, ähm, dann so, ich weiß nicht, 30 Meter weiter sagte die eine irgendwas wie, boah. <lacht> <lacht> Und ich muss sagen, äh, da war ich ein bisschen deprimiert. Weil, äh, oder was heißt deprimiert? Fast schon geschockt, könnte man sagen. Ähm, denn ich meine, also, ich habe ja nur Hallo gesagt. Da kann man doch wohl erwarten, dass. Äh, also, ich würde sogar erwarten, dass man halt einfach Hallo zurücksagt. Also, schon das einfach nur schweigend vorbeifahren hätte ich irgendwie unhöflich und seltsam gefunden. Ähm, aber dann auch noch dieses boah, ich, ich weiß natürlich jetzt nicht 100% auf, ob das auf mich bezogen war, aber ich gehe schon sehr stark davon aus, weil sonst ist da halt nicht viel gewesen. <laughs> Na, hat ähm, der, der creepy Onkel mit seinem Fotoapparat und dem Fernglas die, die jungen Mädels äh, ein bisschen angewidert? Ja, das war genau, das ich habe dann natürlich darüber nachgedacht, was, warum die so unhöflich waren und ähm, ja, letzten Endes bin ich zu einer ähnlichen Interpretation gekommen, dass es wahrscheinlich <laughs> irgendwie so sein muss. Also ich bin da quasi automatisch, ohne es zu wollen, irgendwie quasi aktiv, passiv, aus Versehen zum schmierigen Weirdo scheinbar geworden in der Situation. <laughs> ja. und, Hast ähm, du vielleicht aus Versehen auch die Kamera auf die gerichtet? Nein, nein, wirklich in eine ganz andere Richtung. Oder das wäre ja, wirklich Glas? in eine andere Richtung. Wie gesagt, die sind von rechts gekommen und ich habe nach links fotografiert und hab auch die Kamera ja schon, als sie wirklich vorbeifuhren, gerade schon im Runternehmen gehabt. Oder was heißt ja. die Kamera, das Handy. Uh, also die haben dann. Also scheinbar bin ich so ein Freak, wie ich da so sitze auf der Bank, dass sie so sehr auf mich herabblicken, dass nicht mal ein Hallo, ein ganz normales, freundliches Hallo. Ich habe die auch nicht angegeiert oder sonst irgendwas, ne? Ich habe einfach nur Hallo gesagt. Was hattest du ähm, an? Ähm. Äh. Da müsste ich mal nachdenken. Bademann. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ich hatte ganz normale Sachen an, keine Ahnung, eine kurze Hose, eine kurze Jeans oder so, ja. Schuhe und ein T-Shirt. Also, ich hatte auf jeden Fall nichts Ungewöhnliches an. T-Shirt. Ich habe auch, <laughs> hab auch keine beleidigenden T-Shirts oder sowas. Ähm, oder, naja, es muss tatsächlich einfach, es ist einfach offensichtlich mein Äußeres. Ich, ich, okay. also ich, mein, ich habe die das ist ja, auch schon länger nicht mehr gesehen, also <laughs> das, muss man wieder das heißt, treffen. Hast einiges möglich, wa? Nee, ich sehe genauso aus, wie wir als uns das letzte Mal gesehen haben. Okay. Und ähm, ja, das hat mich schon irgendwie äh, dann so ein bisschen getroffen, muss ich sagen. Oder was heißt getroffen? Nicht im, also nicht im Sinne von, dass jetzt meine Eitelkeit verletzt wäre. Wie gesagt, ich habe die da nicht angegeiert und keine Ahnung. Ich meine, die waren in meiner Wahrnehmung, wie gesagt, 17 oder so. Ne? Also, das sagt ja schon alles. Ähm, also, nicht Eitelkeit jetzt im Sinne von, oh, die finden mich jetzt nicht geil oder sowas. Das überhaupt nicht. Aber es hat mich getroffen, weil ich es irgendwie so krass gemein fand. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich habe ich hab niemand was getan ne? und ich sitze da nur und oh, sie wissen nichts über mich, außer wie ich aussehe. Und ähm, das ist offensichtlich genug dass sie so sehr auf einen herabblicken dass man nicht mal bei einem freundlichen normalen hallo eine antwort gewürdigt wird also das weiß ich auch nicht das fand ich schon irgendwie ein bisschen hart keine ahnung ob ich findest du dass ich da überreagiere oder du kannst dich ja noch mal da hinsetzen und warten bis die noch mal vorbeifahren du, und die drauf antworten ich sitze öfter ich sitze öfter nächstes mal schmeiß ich mit bierflaschen oder <laughs> dann, dann haben sie einen Grund, mich zu ignorieren. Ja, kannst du ja, kannst dich so auf die Straße stellen, dass die anhalten müssen und dann die zur Rede stellen. Genau. Ja, nee, also, weiß nicht, kannst du das nachvollziehen? Oder wie ähm, würdest du das empfinden? Oder was würdest du da denken? Ja, sind, sind, wenn die wirklich so 16, 17 sind, dann würde ich mir vielleicht auch denken, ja, das sind halt, sind halt Jugendliche. Dumme Gören. Ja, genau. Faust schwingen äh, und aus dem Fenster lehnen und die Görn anbringen. Genau, rummotzen. <laughs> Diese Jugend! Ja, also ich fand das extrem gemein. Muss ich mal sagen. Falls ihr das zufällig hört, das ist so sehr unwahrscheinlich, das ist mir bewusst. Aber falls doch, das war gemein. Ja, andererseits, keine Ahnung, ich bin ein dicker, langhaariger Typ, wahrscheinlich. Blickt so die Durchschnittsgesellschaft auch wirklich einfach auf einen herab? Habe ich das so so Du hast jetzt ja wieder lange Haare, ne? Öfter das Gefühl. Ja. Naja, was, heißt, was heißt jetzt, was heißt jetzt? So lange. Also, das ist jetzt ein paar Monate her, dass wir uns gesehen haben. Da hatte ich auch lange Haare. Und davor die letzten zwei Jahre auch schon. <laughs> Und du warst doch wieder am wachsen lassen. Vor zwei Jahren hattest du nur noch kurze Haare. Ja, okay, das ist richtig. Also, ähm, Anfangen, Corona habe ich anfangen lassen zu wachsen. Du müsstest dich mal mit deiner Frau da hinsetzen und gucken, wie die dann reagieren würden. Meinst du, dann würden die. Ja, gut, dann wären sie wahrscheinlich. Würden sie wahrscheinlich antworten, ne? Wer weiß, vielleicht würden die dann anders reagieren. Aber spielt ja eigentlich keine Rolle, weil wäre immer noch Asi. Also. Keine Ahnung. In meiner Welt, wenn ich an jemandem vorbeifahre, mehr oder weniger egal, wie der aussieht, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie ein Hakenkreuz in die Fresse tätowiert hat, und der einfach nur normal Hallo sagt, und ich an dem in dem Feldweg, wo halt ich nur zwei Meter von ihm weg bin und da sonst auch niemand ist, keine Ahnung. In meiner Welt sagt man da aber einfach ja Hallo. Und weiter geht's. Man muss ja nun, ich erwarte ja nun keine Gespräche oder was. Ja. Aber irgendwie zu reagieren oder wenn es von mir aus nur ein Zunicken ist, das ist ja auch schon was. Aber einfach komplettes Ignorieren, das ja. finde ich echt mega asozial. Vielleicht. Keine äh, Ahnung. Ich habe schon vielleicht waren Video das Stadtkinder. Hast. <laughs> Wie hast du denn Hallo gesagt? Hallo. Ganz normal. Achso. Wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich Moin oder Hallo. So, so sage ich normalerweise zu mir unbekannten Leuten Hallo. Voll angeschrien, Hallo! Nein, 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 nein. Absolut. Also das, den Punkt kann ich 100% ausräumen. Das habe ich mich natürlich auch sofort gefragt, ob ich irgendwie das gerade komisch gesagt habe, aus Versehen. Hatte ich aber nicht. Die, die Idee kam mir sofort. Das heißt, ich hatte es auch noch genau im Ohr, was ich gesagt habe. Und Vielleicht das war aber nicht das, das Problem. Du, boah, gar nicht auf dich bezogen. Kann ja auch sein könnte sein vielleicht ähm, aber dann wäre das waren die davon fünf. ja auch überrascht gewesen dass die dass du die gegrüßt hast und dann haben die das nicht rechtzeitig geschafft zurückzugrüßen und deswegen kam dir das halt so wie ignorieren vor das ja, habe ich auch manchmal. da sein. läuft läuft man an Leuten vorbei und erwartet nicht dass du dass man gegrüßt wird und dann ist man aber schon so aus der grüßreichweite raus dass man dann auch okay. sich nicht noch mal zurückdreht und noch mal ja übrigens auch moin <laughs> Okay, das macht man muss dann ja auch nicht. Und vielleicht muss kam das ja. Bohr dann ja von irgendwie was gerade, was in einem anderen Thema, worüber die sich unterhalten haben mhm. oder so. Ja, okay. Das, das will ich als Möglichkeit einräumen, weil es war tatsächlich so, dass ich sehr, sehr spät, weil ich halt gerade, wie gesagt, am Fotografieren war. Also ich habe wirklich genau in dem Moment, wo sie an mir vorbeigefahren sind, auch erst Hallo gesagt, weil ja. ich gerade bei dem Fotografieren fertig war. Und insofern ähm, ist es nicht so gewesen, dass sie irgendwie fünf Meter entfernt waren, ich sage Hallo und sie fahren noch fünf Meter und sind dann bei mir und fahren dann fünf Meter und sind weg, sondern in dem Moment, wo ich Hallo gesagt habe, waren sie mit dem Fahrrad schon auf meiner Höhe. Mhm. Und dementsprechend hätten sie tatsächlich nach hinten Hallo sagen müssen, sozusagen. Also ja. in dem Moment, wenn sie mir geantwortet hätten, wären sie auf jeden Fall schon, wäre ich schon hinter ihnen auf jeden Fall gewesen, weil sie halt, wie sie am Fahren waren. Ja. Könnte also sein. Okay, coole, gute Interpretation. Das das fühlt sich besser an. Ja, doch, glaube ich <lacht> doch. <lacht> ich habe aber tatsächlich schon mal gedacht, äh, so ein bisschen Angst bekommen, ob ich vielleicht irgendwie. Ist eigentlich schon verrückt, dass man so paranoid sein muss in dieser Welt, aber es ist, glaube ich, tatsächlich so. Ähm, ich habe schon mal gedacht, ob womöglich irgendwann mal, wenn ich da auf so einer Bank abchille, die Bullen vorbeikommen. Weil vielleicht, ähm, das ist ja da, wo ich da so unterwegs bin, das ergibt sich von dem Ort aus, wo ich wohne, ne? wo es günstig für mich ist, eben mit dem Fahrrad hinzuradeln. Und dementsprechend ist das auch, bin ich öfter an den gleichen Stellen. Ja. Und ich habe mich schon mal gefragt, ob vielleicht, wenn ich da so rumsitze, die Leute so, äh, die einen da vielleicht so sehen oder auch aus der Ferne, denen das auffällt, dass dieser komische Typ da öfter ist, ne? Ob einem das nicht äh, womöglich irgendwann mal die Bullen auf den Hals bringen könnte, weil es irgendwie verdächtig ist, dass ich da zwischen den Dörfern an den Feldwegen rumhänge und die Leute womöglich Glauben, ich warte drauf, ein Kind zu entführen oder so ein Scheiß. <laughs> ja. Naja, ich weiß nicht. Irgendwie, Keine heutzutage Ahnung. ist da ja. Mh. Ja, also ich, ich versuche jetzt immer lieber irgendwo mich zu verstecken. <laughs> das macht es natürlich weniger äh, was, äh, auffällig oder weniger zwielichtig. <laughs> Jetzt versteckt der dicke, langhaarige Typ sich im Wald. Tatsächlich ja. <laughs> Hast du schon so eine, so eine Brille, wo so eine Nase und ein falscher Bart dran ist? <laughs> ja, genau. Den nee, hole ich mir noch. Ja, ich versuche auch ein bisschen seriös auszusehen, dann mit Absicht, aber ja. ist halt Krawatte schwer. Dabei rum? Wenn das Grundmaterial irgendwie nicht so in die Richtung geht. Naja, ich sagte, ich freue mich wieder auf den Winter, dann habe ich wieder meine Ruhe. Dann sind die ganzen Leute, trauen sie nicht mehr raus, kann ich da wieder in Ruhe sitzen. Sehr gut. Ja, das war so ein Erlebnis, was ich hatte. Und ich muss mal gerade. Ich kam mir ehrlich gesagt so ein bisschen Donny-mäßig vor. Ähm, weil ich mir das auf dem Handy Notiz gemacht habe. Ja. Weil das ein bisschen länger her ist und ich dachte, und ich schon öfter. Sachen hatte, die ich erlebt habe, wo ich dachte, ich kann nicht mal erzählen hier, Schnaufi, und dann habe ich es halt wieder vergessen. Ja. Äh, und dann habe ich mir also Handy-Notizen gemacht. Und während ich das so geschrieben habe, kam mir auch wieder, kam mir das auch schon wieder so absurd vor. Das heißt, meine, meine Notiz über diesen Vorfall endet mit dem Kommentar. Meine Notizen zu diesem Vorfall wirken wie das Gekritzel eines Paranoiden. Selbstbestätigt. Ich habe mir, hab mir nämlich vorgestellt. Wie wäre das, wenn ich jetzt irgendwie ähm, verschwinden oder versterben sollte und irgendwelche Ermittler nehmen mein Handy und gucken sich nur meine Handynotizen an? Und ich ja. glaube, wenn man meine Handynotizen liest, ne, dann denkt man wirklich, der hat einen, komplett ein ander Marmel. Also zum Beispiel habe ich eine Handynotiz, die liest sich Christina von Belgien. UA 313F. <laughs> das ist natürlich eine Literaturangabe. Ja. Ähm, oder hier, ach genau, das ist sogar für Schnaufi. <laughs> hättest du lieber wenn du dir es aussuchen könntest hättest du lieber käfer unter der haut oder diese eine krankheit diese psychische krankheit die dazu führt dass du glaubst käfer oder insekten unter der haut zu haben oh, keine Ahnung, Alter, das gibt's oh Gott, nämlich wirklich ey, diese entweder oder fragen die sind immer so hart es beides und von daher ist es eine realistische frage da muss ich mir noch mal Gedanken drüber machen also, ich habe mir gedacht, ich nehme lieber die tatsächlichen Käfer unter der Haut. Ja, weiß ich weiß, es ist eklig, aber zumindest kannst du dich dann noch auf deinen Verstand oder deine Wahrnehmung verlassen. Ja. Ja, ist halt beides hart, stimmt. Das wäre wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Ja, so, das war jedenfalls. war eins meiner Bankerlebnisse jetzt. Sehr gut. Ich bin gespannt auf weitere Bankerlebnisse. Ist dir deine Story noch eingefallen? Nein. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich denke, wir können wegen mir auch den Sack langsam zumachen. Ich muss gleich noch ein bisschen was tun. Ich bin ja am Schuften hier. Ja. Renovier-Action. Sehr unangenehm. Ja. Aber wohl unvermeidlich. Muss halt. Muss halt gemacht werden. Jo. Ja, Leute, dann vielen Dank für die Zuhörerei. Schaltet nächstes Mal wieder ein und seid mit dabei, wenn es heißt Sony Friday Movie Night. Bis dahin alles Gute, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Für interessanten Cannabis Content sucht euch unsere Freunde auf Hanfseite.de.